Sekunde. So, wir sind jetzt live und jetzt kriegst du auch dein Bild. Sehr gut. Ja. Jetzt kriege ich ja erstmal Werbung. Warte mal. Bin ich sicher? Alter, morgen soll es 31 Grad werden. Das ist ja ekelhaft. Das will ich nicht. So. Dann machen wir das mal so. Ach ja, jetzt hier. Ist mein Name zu lang für diese Ah, leicht verpixelt, das ist aber so okay für mich. Ja, das ist. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Das ist. Wie heißt das? Ist Ja, egal, das immer die sind Leute müssen 700 bla 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 Mainstream auch immer P. verpixelt ertragen. Ja, so ist das halt. So ist das halt. Ich wollte noch irgendwas einstellen. Jetzt habe ich es voll verpennt. Was wollte ich denn machen? Also Overlay sehe ich jetzt nicht, ne? Ich sehe jetzt nur StarCraft. Ja, genau. Also ich meine, klar, du kannst halt den Stream ja nebenbei anmachen, ne? Du kannst ja auf Mute machen Ja. oder sonst irgendwas. Dann siehst du es ja nebenbei im Prinzip halt auch. Genau, das mache ich auch. Es ist, glaube ich, auch schon irgendjemand hier da. Nein, das bin ich. Hahaha. Das bist du. Doch, der Grubenhubert hat sich reingeschlichen. Der Grubenlord. Ja, ich meine, es ist ja auch seine Liga auch. Das ist ja mega interessant, dass heute mit dir seine Liga und morgen mit ihm deine Liga. So ist es. Und ja, also ich meine, klar. Ich werde jetzt natürlich hier kein gutes Haar an ihm lassen, wenn er morgen an mir auch kein gutes Haar lässt. Jetzt muss ich das natürlich abschätzen, ob das so sein wird oder nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, eigentlich, weiß ich nicht, gibst du ja wahrscheinlich ja jetzt den Ton an. So Also, sieht's aus. Ja, jetzt muss wenn ich du eigentlich jetzt nett überlegen. bist, Jetzt dann ist das vielleicht bin ich natürlich in morgen einem Zwiespalt. auch. Ja. Ich lasse jetzt einfach den Würfel entscheiden. Ich habe hier so einen Würfel vor mir. Würfeln, was sagt er denn? Pause machen, sagt er. Na. Pause machen. Ja, jetzt. Ja, Kurz ist recht früh. bevor der Stream überhaupt startet. Erstmal Pause machen. So. Ja, aber guten Abend, Grubenlord. Bist du gut nach Hause gekommen? Wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei dir? Zweite Frage. Hört man uns eigentlich ganz gut? Also im Sinne von, hört man Tromtrom, hört man mich? Wer von uns ist Okay, lauter? gut, Ist gut, das alles gut. okay? Bei dir ist es super, Ja, sehr schön, das freut das ist mich. schön, weil ich rede ja relativ leise hier. Ich schreie hier nicht so rum. Aber in dem Fall ist es ja dann ganz gut so. Dann sollte ich auch nicht Perfekt. schreien. Ja, also zumindest halt meine Ausgabe sagt halt eigentlich, dass du relativ laut bist. Also du bist sehr leise. Also du redest ja sehr leise, sehr, sehr ruhig. Ich kann mein Mikrofon ein bisschen weiter vom Mund weg Nee, machen, nee, nee, so nee, nee, vielleicht. nee. Ich glaube, das war perfekt so, aber ich wollte halt einfach nur Okay. sagen, du redest komplett normal, leise, ruhig und du bist einfach gut zu hören, denke ich jetzt mal. Gut, sehr gut. Das Jetzt bist ist du, gut. glaube ich, ein bisschen leiser als zuvor. Und das ist nicht gut. Na gut, ich habe jetzt. Das ist nicht gut. Ja, Also. jetzt wieder gut. Okay, nee, dann. Ich habe gerade nur kurz leiser geredet. Okay, alles in Ordnung. So eine Ja, okay. gewisse. Also, ich kann nicht genau die Dezibelzahlen immer perfekt halten. Ja, das macht ja nichts. Ich Das meine, ich geht sehe es ja nicht ab. einfach nur anhand des Ausschlags. Das ist schon okay. Wenn Ja, was Tromtrom hier? komplett Komm. eskaliert. Oh. Eskaliert, eskaliert. Das wär mal was. So ein Tromtrom, der mal ein bisschen lauter ist. So. Das bin ich täglich. Ich habe zwei Kinder. Ja, ist auch Und wiederum jeder weiß, zur Kinderziehung gehört natürlich ständiges Anbrüllen der kleinen gut. Goven. Ne? So ist es. Das geht gar nicht anders. Muss man so machen. Schlagen und anbrüllen. Wow, okay, das. Erst jetzt weiß ich, dass du das als Spaß meinst. Ach. Ich meine, anbrüllen hätte ich ja noch zugetraut, auch wenn ich Ja, nicht nee, weiß, wie das also aussehen soll. auch wenn man sich das nicht vor, also auch wenn man sich vornimmt, die Kinder nicht anzuschreien, weil jeder weiß, wer schreit, hat Unrecht. Es ist manchmal das einzige Mögliche, um
Wenn das Kind so vor dir steht und da macht, ne, dann musst du es halt übertönen, sonst hört es deine Anweisung nicht. Ja. Aber ich glaube, die wissen, dass ich das nicht persönlich meine. Man muss danach auch wieder normal sein. Sobald sie hören, kann man wieder leise reden. Ja, das stimmt. Das wird mir auch noch irgendwann mal blühen, schätze ich. Oh, cool, das heißt, ich kann ja jetzt ja wieder daraus casten. Oh, das ist ja interessant. Ajur natürlich So. auch noch herzlich willkommen. Ja, guten Abend, guten Abend. Guten Ich weiß Abend nicht, auch noch wer an alle sonst schon anderen, da ist. die da sind. Von den Protagonisten eigentlich bisher nur der Grubenlord. Warum wird er eigentlich mal Grubenlord genannt? Ist das ein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch irgendwann mal übernommen. Achso, ich nicht. Also ich meine, ein bisschen war seine Aktion, also ein bisschen war das ja schon nice, was er bei der Nations League gemacht hat. Also kann man ja mal sagen, Ach dass er auch so, so eine okay, Art das ehrt Lord-Titel. seine Fähigkeit sozusagen. Ein bisschen schon. Aber ich habe keine Ahnung, ob es noch andere Hintergründe gibt. Aber er hat mir mal gesagt, dass er seinen Namen eigentlich ganz gut findet und deswegen. Was, der hat das falsch Wie ausgesprochen? Ach kann man das so, so falsch okay. aussprechen, Ja, dass das ist anderes im Kopf. Hat er was anderes im Grubenlord? Kopf? Also Also das nicht ist ja. ausgesprochen, sondern falsch gesagt. Ah, okay. Vielleicht. Vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht. So, achso, soll ich mal irgendwie. Warte mal, du bist kein Admin oder sowas, oder? Nein, Bist ich du. kann gar nichts machen. Man hat mich auch nicht in die Gruppe der Caster gelassen. Ja, du bist ja Also, noch. das ist einfach, Das ist jetzt deine ja. Premiere, okay? Das ist, Muss ich, Ja, ist die also es ist. Feuertaufe, ich sag's dir. Ja, gut, Naja, ich ich meine. fühle mich ja schon lange als berufener Caster, aber man lässt mich halt nicht in die Gruppe, deswegen darf ich halt eigentlich auch nicht, darf ich casten. Das ist aber eine Lüge. Ich habe dich häufiger schon gefragt, ob du casten willst. Und immer sagst, oh nee, ich bin doch nicht so gut. Ich habe doch nicht so viel Ahnung. Meine Güte. Aber du bist Traumtraum. Das ist super. Ja, wenn du casten willst, glaube ich, wird man dich casten lassen. Ich habe Also. doch keine Zeit. Das ist Regelhaben ja keine natürlich auch wahr. Zeit. Das ist natürlich auch wahr. Okay, im YouTube-Video gibt es das sogar. Gibt es sogar einen Beweis, Oh, wo er es falsch krass. ausgesprochen hat Cool. oder falsch gesagt hat. Ja. Wahrscheinlich hat er irgendwas vermischt, keine Ahnung. Marine Lord und hat er dann wahrscheinlich Marine Hubert und Grubenlord gesagt oder so. Ja, das könnte es Weiß vorstellbar. jetzt nicht, ob Marine Hubert sich so freut, wenn man ihn so nennt. Marine Hubert, das ist ja auch super. Es holpert auch ein bisschen, wenn man es so ausspricht. Ah. Renobot. So, ich meine, im Prinzip kann ich ja jetzt ja schon mal das erste starten. Okay, ich meine, Fenrir hat mich ja eh gebeten, erstmal zu warten, bis ja sein Finale durch ist, aber so oder so wird das höchstwahrscheinlich was. Ist es durch? Ist es durch? Echt, ist Dann kann durch? ich noch mal kurz mein Willkommenswort sprechen. Oh, ja, mach Ja, mal. dann sage ich noch mal allen, die jetzt noch zugeschaltet haben. Zugeschaltet, ja, nicht wie im Schwäbischen zugeschalten, wollte ich gerade schon sagen. Nein, zugeschaltet. Alle, die zugeschaltet haben, herzlich willkommen im Stream von sc2.de. Heute begrüßen euch Captain TromTrom mit seinem ersten Offizier Sentry Sentry bei leichter Bewölkung mit Cirrocumuli und einer aktuellen Außentemperatur von 24,5 Grad sind beste Bedingungen gegeben, um einen reibungslosen Stream zu gewährleisten. Die Cockpit-Tür bei mir hier ist zumindest fest verschlossen und bei Sentry, glaube ich, auch, hat er vorhin gesagt. Ich drücke jetzt den Autopilot-Knopf und der First Officer wird euch fachlich durch den Stream führen. Ja, und selbst wenn letztlich hier in jedem Match auch am Ende Agonie stehen wird, hoffen wir auf ein Trommelfeuer widerstreitender Gefühle oder einfach nur kurzweiligen Genuss. Und ja, so viel zum Thema Nervosität. Sentry, möchtest du auch eine von den Pillen? Na klar, gerne. Gerne, gerne. Das ist ja Gut. mega geil. Dann geht's jetzt los, würde ich sagen, oder? Sehr schön, sehr schöne Ansprache, gefällt mir. Danke, danke. Sehr schön. Ich habe vollkommen vergessen, womit wir starten wollen. Hast du also gut gemacht. Wahrscheinlich mit dem Herold Obersten. gegen De Schwarz ist das anscheinend. Ich bin auch hoffentlich im richtigen Spieltag. Ja, Genau, muss man, Herold muss man, muss momentan man. Platz 3, der Schwarz ein Platz vor ihm in der Tabelle, aber mit, ich wollte schon sagen, mit dem gleichen Torverhältnis, ne, mit dem gleichen Matchverhältnis, würde ich mal sagen. So. Wow, nicht schlecht. Also, oh, jetzt habe ich auch überhaupt nicht nachgeguckt. Hat irgendjemand ein Team? Bestimmt nicht, ne? Nee. Ah, doch, okay. Yeah, okay. Erstmal egal. Oben rechts in Blau ist es Herold.
blauer Terran, ne? Genau. Und unten links der rote Bruder aus der Schwarz. Wuhu! Nice, sehr schön. Wow. Jetzt bin ich baff. Gibt es noch, keine Ahnung, eine Zugabe vor der zweiten Runde? Also vor, ich meine, wir casten ja zwei Spieltage. Was, wie, was, von was eine Zugabe? Ja, von deiner Ansprache. Keine Ahnung, Das war so. eine improvisierte Begrüßung. Was denkst du? Also, Ja, hier, nee. sowas mache ich einfach so, hier. Ja, nee, ist gut. Okay. Fällt mir so aus der Hose. So, los geht's. Perfekt, Ein okay. Proxy. Sehr gut, ja. Also ich meine, wir sehen ja schon mal ganz, ganz solides, ganz normales Opening von The Schwarz. Reaper Wall macht er und ich meine sein Gegner, oh, Double Gas und eine Proxy? Ich hätte jetzt halt eigentlich gedacht, dass jetzt eigentlich Proxy Marauder kommen müsste. Also das Schwarz weiß, dass da irgendwas Komisches ist. Aber was genau? Er scoutet, er sieht es im Prinzip halt jetzt. Das Aber ich ist meine, natürlich eine Rex? ein Reaper. Ja. Ja, er kann nicht richtig was bauen, ne? Die probt da oben, die guckt einfach zu. Ja, aber. Ja, klar, also ich meine, es verwirrt mich halt einfach komplett, weil. Warte mal, gibt's hier. Ah, wir haben hier einen Ein Bunker. Bunker, auch direkt vor dem Probe. Das ist natürlich auch dumm gelaufen irgendwie. Ja. Ja. Tragisch. Wird sofort schon abgerissen, alles gut. Aber der Ja. Reaper müsste gleich rauskommen, der wird dann höchstwahrscheinlich einfach in die Main. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht. Aber, ah, ja, ist ja Reaper Wall, ist klar. Ja, ist zu. Zu schwarz Eigentlich muss er mit kriegt dem Reaper trotzdem schon fast sein. so ein bisschen Schaden machen, oder? Bei dem Ja. Delay, den er sich so ein bisschen Ja. eingefangen hat jetzt. Ich meine, er kriegt sogar, also ich meine, halt eine Probe, also das ist jetzt nicht mega viel oder so, aber halt immerhin eine Probe. Ich hoffe, Dafür, es dass werden halt noch mehr. eigentlich. Ich meine, er fliegt jetzt auch mit seiner Rex zurück, also eigentlich passiert da nicht so wirklich viel. Guten Abend, Herold. Genau, wollte ich auch gerade Wir sehen sagen. dein Match. Ja. Ja, also ich meine, halt eigentlich ein bisschen überreagiert halt eigentlich von der Schwarz. Also, ich glaube, er hätte deutlich weniger reagieren können, wäre komplett safe gewesen. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Herold gerade gut steht. Okay, er kriegt dann doch noch eine Probe. Okay, immerhin. Zwei sind schon mal down gegangen. Ich meine halt Herold. Ich meine, Herold hat sogar gerade auch Worker Lead. Also. Normal ist das nicht. Nee, das wundert mich jetzt auch. Wo, was hat er dann gechrono-boostet? Eine exzellente Frage. Jetzt wird die Okay, Worker jetzt macht Production er. gechrono-boostet, sehr Ja. schön. Genau, weil ich Aber ich meine meine. jetzt. Oh, sogar hier mit einem extrem angefressenen SCV. Genau, wird sofort rausgenommen. Bunker kann halt nicht hochgegangen. Ja, okay, aber ich meine, Cyclone ist ja auf dem Weg. Von daher Ja, sollte da vielleicht hätte er jetzt. jetzt ja die Basis noch ein bisschen an. Weiterbauen sollen mit einem, solange die vorne am Ja. Bunker genagt haben, aber hat er gewartet einmal, bis der Ja. Cyclone rauskommt. Oh, Geht cool. Und auch. Cyclone kriegt jetzt erstmal auf jeden Fall easy peasy den Stalker. Und theoretisch kann er sich halt auch einfach, wenn er drauf Lust hat, kann er sich auch einfach den Berserker holen. Ich meine, was soll denn dieser Berserker hier schön machen können? Dem kann er Total. ja nichts machen. Sag mal, der Okay, sehr Bunker, hat gut. er den abgebrochen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Warte mal, Weil kann ich hier noch da irgendwie steht einen so Loss? viel Mineral Losses dran. Ja. Er Weiß hat nicht, vorhin unten irgendwie. einen Bunker abgebrochen. Ja, okay, die Units Lost ist, glaube ich, tatsächlich der Bunker drin, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das Ich auch glaube, der wurde zum Cancel abgeschossen. zählen würde. Aber ich Nee, glaube, nee, er sonst wurde wären es nicht ja zwei. abgebrochen. Unten wurde ja vorher schon einer gecancelt. Ja, okay. Ja, okay. Du, ja, oh, gut. Gut gemerkt. Du hast natürlich absolut recht. Genau, Krass. gut Ja, gemerkt, du sehr schön. hast. Ja, gut gemerkt, du hast. Sehr gut. Okay, ich meine, so früh ein Raven ist jetzt aber auch tatsächlich sehr merkwürdig. Also im Sinne von sehr, bisschen zu schnell, aber hey, lieber so als, keine Ahnung, anders. Weil ich meine, hey, Blinkstalker oder so etwas ist halt einfach sehr stark. Und wir sehen halt im Prinzip halt auch hier schon, ne?
Blink wird halt erforscht. Nicht unbedingt gekronoboostet. Man sieht's halt auch, wir haben halt schon eine dritte in Bau, führte Schwarz. Er will nicht mega aggressiv spielen. Von daher hat halt erstmal Herold ein defensives Setup, was noch nicht unbedingt so mega notwendig ist, aber trotzdem, er steht halt trotzdem gut da. Also sein Worker Lead hat er jetzt halt leider abgegeben, aber income-technisch sieht er trotzdem eigentlich ganz gut aus. Dritte Basis, ja, wird halt natürlich meistens erstmal noch nicht unbedingt gebaut von den Terranern, wenn sie irgendwie halt so einen Push halt machen. Ich meine, das macht ja Xung ja auch extrem gerne. Der liebt so einen, ja, Raven Tank Push. Und ja, mal sehen. Schon mal ein Proxy Pylon da oben. Die dritte ist jetzt fertig von der Schwarz. Genau. Ich glaube, der Schwarz hat gerade sein Observer, ja genau, hat halt seinen Observer reinfliegen lassen. Ich hatte schwarz einen Reaper noch, er könnte einmal wieder gucken, glaube ich, oder? Du meinst Was Herold? glaub. Hey, Entschuldigung, Herold, ja genau. Warte mal, Herold. Ich glaube, der hat seinen Reaper nicht mehr. Nee, Ich Units, ich meinte sehe ich. keinen. Oder was? Ist er weg, oder? Ja. Ah, Reaper da unten bei wurde verlorenen verloren. Einheiten Ja. war Reaper. Aber es kann sein, dass er es kürzlich irgendwann jetzt verloren wurde. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, ja, stimmt. Ich wollte nämlich gerade sagen, Medivacs irgendwie vermisse ich gerade ein bisschen. Das wurde ein bisschen delayed. Aber ja, früher oder später muss er jetzt mal angreifen. Wenn die Medivacs da sind, vermutlich, ne? Ja, ich vermute halt auch, wenn die Medivacs da sind, dann geht's los. Das Dim ist fast fertig. Okay, Charge ist auch fast fertig. Wie Aber viele? da wäre natürlich Marauder mit Concussive Shells schön. Das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich noch nicht erforscht. Könnte aber jederzeit erforscht werden und ist ja recht schnell fertig. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wird erforscht, okay. Ja. Ja, also Ist halt die ja ganzen schon da. Gateways und so etwas, die sind jetzt gerade immerhin alle fertig, aber gefühlt ein bisschen spät. Das Schwarz weiß ja eigentlich schon seit Ewigkeiten, dass er theoretisch irgendwas kommen müsste. Der Tank da oben noch rum. Oh, okay. Sehr schöner Snipe, sehr schöner Snipe. Oh. Trotzdem, also das Schwarz braucht jetzt halt einfach mega viel Army Supply. Also er ist halt irgendwie 20 Army Supply, fast 30 Army Supply hinten. Also jetzt 30, aber die sind ja noch nicht da. Battery, die das irgendwie regelt, aber er hat so viele Tanks, ne? Ja. Und der Okay, die Kampf findet auch nicht dort hinten Tanks. statt. Ja, aber die Tanks werden gar nicht so gut rausgefokust. Einfach alle Einheiten platzen. Army Supply jetzt fast eigentlich doppelt so viel. Und halt, ich habe es zwar nicht angesprochen, aber ich habe es mir halt schon gedacht, dadurch, dass man hier so eine Wall hat, ist es halt einfach unglaublich schlecht zu verteidigen. Und wenn der Terraner einfach mal irgendwo da besieged ist, dann kommst du da nicht mehr wirklich ran. Musste halt schon irgendwie von außerhalb kommen. Ja, okay, währenddessen, ich habe es nicht wirklich Ja. mitbekommen. Währenddessen gibt es ein Aber Rumble von Schwarz. das hilft wahrscheinlich nichts mehr. Nee, ich denke nicht. Das Ich sieht meine halt, jetzt Army Supply ist halt. ungünstig aus. Ja, es ist halt 50 zu. Also 50 Differenz. Also ich meine, was jetzt natürlich nicht der Fall ist, aber nice wäre natürlich beide CCs geliftet und dann jetzt ein, zwei TTs raus. Ja, das stimmt, das stimmt. Das könnte nochmal ordentlich was retten. Oder halt generell immer Aber es wieder gibt ein, keine zwei. DTs von daher. Nee, nee. Immer mal ein, zwei DTs gegen so eine Army Und oder der Raven so, ist auch aber. noch da. Der wurde ja nicht gesniped, also von Der wurde daher. echt nicht gesniped? Ich dachte eigentlich, dass der. Oder wurde Eieiei. noch mal einer gebaut? Ich weiß es nicht. Nee, 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 der wurde nicht gesniped. Krass. Medivac konnte gesniped werden, aber nicht. Aber nicht der Raven. Dachte Okay, kurz, ich das war der meine. Raven, aber Die ich hab dritte ist immerhin noch intakt, aber er verliert halt Main und Natural. Währenddessen, okay, tatsächlich, die Natural ist immer noch geliftet von Herold. Aber da steht noch mehr Army von ihm oben, ne? Das ist halt. Ja, klar. Und ich meine halt gerade gegen Terran ist halt einfach dieses, wie soll man sagen, dieses reinregnen lassen von Einheiten einfach sehr gefährlich, weil gegen Terran musst du ja richtig traden. Also wenn du ja nicht richtig tradest, dann stirbt dir die Terranische Armee gar nicht, weil sie einfach hochgeheilt wird. Na? Und das ist halt, deswegen
darfst halt nicht immer ein bisschen deine Armee da reinschicken, sondern musst halt wirklich eine richtig große Armee halt haben, damit du überhaupt so etwas halt verteidigen kannst. Ist halt gerade am Anfang sehr, sehr schrecklich gelaufen. Mal sehen, ja, wir haben halt immer noch keinen Storm oder sonst irgendwas. Das Ding wurde vernichtet. Ja. Von daher, jetzt werden sogar auch noch die Probes gepult. Aber Eieiei, und bevor ja. die wirklich zum Einsatz kamen. GG Aber ich für meine, diese Herold. Map, die gönne ich auf jeden Fall Herold, weil Herold hat bisher noch keine Map gegen Protoss, also sprich gegen Gruben zum Beispiel gewonnen in der MRL hier, in der Ja. Saison. Ah, das ist mal seine erste Map, die geklappt hat und zwar ziemlich dominant. Ja, sehr, 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 sehr Nach dominant. dem seltsamen Start beider Ja, Spieler. ja. Also hat mich jetzt halt gewundert, weil ich meine, eigentlich hätte ich jetzt halt gesagt, Double Gas, einen Rex, ohne wirklich viel Damage halt zu machen, das ist, sollte eigentlich gar nicht so gut laufen für Herold, aber hat er wirklich gut verwandelt. Ja, perfekt. So, genau. Dann können wir ja mal in das zweite Match starten. Nexus war 30 Sekunden später, sagt Herold. Ja. Wegen dem Bunker oder dem. Ja, klar, stimmt schon. Also 30 Sekunden ist halt schon relativ viel, aber so gesehen. Warte. Die sind Okay. vertauscht, ne? Sekunde. Ja, ich mach das gleich. Okay, von den Berserker Esports ist es oben rechts der Protoss, der Schwarz. Und unten links der Terraner, dem hier alle die Daumen drücken, also ich als So, what the fuck? Terraner, Okay. der Herold. Wuhu. Ja. Moin, moin, lässt er durch. Sehr schön. Ja. Ja, klar, nee, natürlich. Also ich meine, es stimmt halt schon, dass halt die der Nexus auf jeden Fall später war, aber ich meine eigentlich so gesehen, dein CC müsste ja auch deutlich später gewesen sein. Also nach einem Double Gas Opening Rex irgendwo wo ganz anders müsste ja eigentlich logisch dein CC ja auch später sein. Oder eigentlich glaube ich halt einfach, das hat halt das Schwarz so sehr aus dem Konzept gebracht, dass er halt einfach nicht mehr gut gemakrot hat. Also er hat ja wirklich keine Probes mehr gebaut. Na, das hat ihn ja halt schon in den Hintern gebissen, würde ich sagen. Ja. Aber nun gut. Wir haben Okay, der jetzt Schwarz ist auf jeden tatsächlich Fall schon mal gerade nicht zwei im Gas Aggro-Wall. beim Ja. Terraner. Ja. Ja, wobei, ich meine, ja, auf der anderen Seite, es stimmt halt schon, kenne ich ja auch von Xung, der das Opening, also mit Double. Ja. Ja, mit Double Gas und so etwas, es stimmt halt schon. Ja, aber ich Ja, meine halt. bisher kommt mir das sehr bekannt vor, ja. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Okay, ich meine, prinzipiell könnte die Probe rausgehen, mal sehen. Ah, verarscht. Ja, aber der andere, der fährt jetzt auch schön in die Ecke. Ah, der Das ist eigentlich Gucho und lustig, ne? Warum bleibt er nicht er einfach da hat. oben stehen? Warum fährt er Ja. an den nächsten Punkt der Basis sozusagen und dann da unten hin, wo man ihn gar nicht sehen kann? Ja, gute Frage. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, Spielfehler. Es ist ein Spielfehler. Sagen wir es einfach so, wie es ist. So, hier, ne, jetzt aber hier mal Phase. Was ist mit Guto los? Hat er gewonnen? Wer hat nicht gewonnen? Ist der Fenrek, ist es durch? Haben die durch? Sind die durch? Hat Guto gewonnen? Noch nicht vorbei? What the fuck? Unglaublich. Spiele gegen den Cannon Rusher. Na naja, gut, das klappt ja nicht so gut gegen. Oh, ups. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Du wirst das noch schaffen. Spiel Makro 12 Pool. Armer Guto. Okay, weiter im Text. Ich meine, wir haben eigentlich dasselbe Opening, würde ich jetzt erstmal sagen. Von Herold. Ich meine, warum auch nicht? Hat ja auch gut geklappt. Der Schwarz im Prinzip
Mehr oder weniger ähnliche Bildstruktur. Naja, OneBase momentan noch, oder? Hat er? CC im Oh, Bau. oh, oh, du hast Nee, recht. hat, Oh, du hast oder? recht. Ne? Ich wollte gerade sagen, selbe Bild, aber ohne CC. Perfekt. Ja. Jetzt muss das auch funktionieren. Dann geht das Spiel zumindest nicht so lange, ne? Das stimmt. Ach, gut, du sagst, es geht weiter, ja. Dann Ich ich meine, drück dir wer auf jeden will Fall die schon Daumen. die Storms später haben und so? Ja. So. Okay, perfekt. Ja, Granate wird geworfen. Herald kommt nicht vorbei. So ist das halt. Ist das. Wow, Wahnsinn. Das ist halt, ja. Aber sagen wir es so, es ist das gleiche Bild, nur eben One Base. Es ist dasselbe Ziel. Das ist halt interessant, ich meine halt auch da Dings zu bauen. Raven. Ich meine, jetzt wird der Schwarz wahrscheinlich irgendwann Units raushauen. Echt? Ich hätte doch kein Raven gebaut. Okay, es hätte mich auch sehr gewundert. Meine Güte, ich sehe komische Dinge. Sehr gut. Währenddessen haben wir eigentlich noch. Warte mal, wir haben aber eigentlich gar keine. Nee, wir haben eigentlich nichts. Also das Schwarze hat nicht gescoutet, ob da jetzt irgendetwas komisch ist oder sowas. Der Makro hat hat er einfach. wenigstens noch mitgekriegt, dass er nur eine Basis hat. Ja, Nee. nicht mal das tatsächlich. Eigentlich nicht, die. Der Nee. ist ja nie mehr nochmal rüber. Ja, yeah, genau. Also ich meine, das hat auch Herold wirklich gut gemacht. Also er hat halt seinen Gegner ja in seiner Basis halt eingeschlossen Aber sozusagen jetzt mit kommt der dem. Observer. Ja, jetzt sieht er halt das, was eh schon auf dem Weg ist. Ich Die meine, Vikings. 8, nee, 34 Army Supply gegen jetzt 14 mit einer Sheet Battery. Okay, Sheet Battery Overcharge OP und so, aber das wird doch nicht. Oh Gott, Overcharge muss sofort gezündet werden, aber es ist halt einfach trotzdem, ja. Muss man halt sagen, viel zu früh gezündet wahrscheinlich. Die zwei Gates wieder Ja, das weil Problem die aus Tanks dem so weit letzten hinten gesiegt Spiel. wurden, ne? Ja, aber es ist halt trotzdem das gleiche Problem wie beim letzten Spiel. Halt, die Gates sind einfach da, du kannst halt nicht sinnvoll verteidigen. Dann wird das Schwarz einfach auseinandergenommen. Ja, Maßig. Der Immortal kommt auch nicht mehr raus. Nee. Hätte aber auch nichts genutzt. Wir hatten sogar schon Robo-Bow. Krass. Da kommt einiges jetzt, ne? Das war's. Ja. Schade, schade, schade für das Kurzer Schwarz. Prozess, also da hat Herold Schön wirklich. für Herold. Der hat einfach. Der hat einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Hat ihn einfach kaputt gemacht. Respekt. Stopp. Kaboom. Moment, das wollte ich nicht so Jetzt schnell. kommt natürlich als nächstes ein Match der schon angekündigten widerstreitenden Gefühle. Denn das sind zwei Terraner. Na, guck mal in die History rein von denen, was die so bisher gespielt haben. Der Mint Crystal ist ganz unten. Oh, die haben beide genau Oh, es dasselbe. ist Mint Crystal gegen Nighthawk. Oh, 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 das habe ich gerade gar nicht so richtig registriert. Krass. Ja, und die schenken sich ja nichts. Die haben mir genau die gleichen Ergebnisse bisher geliefert. Wieso habe Das ich heißt, das da eigentlich geht es noch jetzt nicht? letztlich um den vorletzten Platz im Moment. Ja. Im Moment. Nee, und ich meine, Erster können die ja nicht mehr werden, das ist klar. Aber sie können ja halt sich darum streiten, wer eventuell ganz unten landet. Also wer auf jeden Fall Genau. runter, ne, und wer halt Relegation spielen muss. Sehr gut. Ja, Sekunde, kann ich ja gleich mal ganz. Ich ja gleich mal nachgucken bei Liquipedia, aber so kann ich ja schon mal das Match starten. So, falls ihr Wette haben wollt, wobei ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wer das dann auflösen kann. Falls ihr eine Wette haben wollt, könnt ihr Bescheid geben, dann können wir eine Wette aufmachen. Irgendjemand, stimmt, Herold kann Das sie ja müsste ja schließen. jeder Mod aufmachen Wobei können, ne? theoretisch kann auch Herold sie aufmachen. Und ich kann sie dann schließen. Aber ja, okay, unten links in Blau ist es Mint Crystal. Und oben rechts in Rot der Nighthawk.
Ja, mal sehen. Aber ich meine, heutzutage ist der TVT, finde ich ja halt schon besser als damals. Also ich meine, okay, ich habe damals nicht unbedingt Ahnung von TVT gehabt, aber heutzutage, ich habe das Gefühl, es ist relativ neu, dass irgendwie die Leute immer mit ihren, keine Ahnung, 5 Reapern, 2, 3 Hellions oder wie viel auch immer da rumspielen und versuchen da halt irgendwas halt rauszukriegen. Es gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Es ist nicht so langweilig wie früher. Ja. Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, das ist quasi echt wie PvP geworden eigentlich. Dass alle irgendwie versuchen, irgendwie ein bisschen rumzutricksen und mit irgendwelchen Gemeinheiten Spiele zu gewinnen. Also mit irgendwas, was der Gegner nicht scoutet. Aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder für überraschende Wendungen gut. Ja, dementsprechend, man sieht, die scouten weiter eigentlich relativ ordentlich. Vor allem Mincrystal ist ja bekannt dafür, dass er sehr viele, ja, ziemlich viele sehr überraschende Strategien baut. Okay. Ja, der Mint Crystal scoutet über die Map. Der Nighthawk einfach nur um seine Base rum, dass keine Proxys da Na. platziert sind. Der ist aber nicht rübergelaufen. Oder? Ich Rübergelaufen. glaube, er hat noch gar keine Ente. Ich meine, du musst ja auch nicht, wenn du halt safe Ja, spielst jetzt oder geht so. er ja mit dem Reaper auch rüber. Ah, hat er halt ein Joa. bisschen. Oh. Ja. Passt schon auch. Ah, okay, es wurde noch nicht mal. Wir haben jetzt halt gerade das. Oh, okay. Mercrystal macht erstmal ein Sad Face. Okay. Nee, wir sehen jetzt sogar, dass ja tatsächlich die Wette von vorhin gar nicht aufgelöst wurde. Interessant, sehr schön. Danke, wie auch immer das war. Wahrscheinlich Herold. Dankeschön, Herold. Wobei Gutu kann ja auch. Ne, Gutu ist ja gerade am Spielen. Was rede ich? So, haben wir eigentlich überhaupt irgendetwas, was hier gerade so passiert? Hellion, ja, siehst du, fast angesprochen. Reaper Hellion. Da ist Aber die zweite mittlerweile. Basis unten beim Mint Crystal. Ja. Ja. Ja, stimmt, ich wollte ja noch das bei Maralekos aufrufen hier. Replay Liga 6. Was haben wir denn da? Oh, das ist. Ich bin am falschen Film. So, genau, Nighthawk expandiert oben. Und Mincrystal unten. Okay, da haben wir jetzt ja schon mal die drei Reaper und zwei Hellions. Richtig lässt sich noch nicht erkennen, woher der Überraschungseffekt kommen soll in diesem Ja. Spiel. Ja, das ist der Streitpunkt, ne? Fliege ich die Basis runter oder mache ich oben die Orbite? Und er war sich auch nicht sicher. Aber jetzt baut er oben die Orbite währenddessen. Also ich meine eigentlich, er hat halt Supply Lead, er ist halt ein bisschen ahead eigentlich gewesen. Also Nighthawk. Aber keine Ahnung, dadurch, dass er jetzt halt ein bisschen, ne, oben Orbite etc. pp. Alles ein bisschen safer gespielt, kriegt der Mint Crystal wahrscheinlich so einen leichten Makro-Vorteil. Okay, Double Raven. Ja, Das sind bisher hat er wahrscheinlich. noch Da sind natürlich keinen gut drin. Makro-Vorteil. Ja, ganz bisschen. Ja, Minimalst. minimal. Minimal. Okay, sagen wir mal so, er hat fast ausgeglichen. Und ja, Nighthawk hat dafür ein paar Army-Einheiten mehr. Also so Ja. gesehen. Ja, okay. Nighthawk steht immer noch leicht besser, tatsächlich. Also es wundert mich halt, weil, wie gesagt, meine Prognose war ja Weil er tatsächlich, dass. runtergeflogen ist. Ja. Ja. Ich meine, vielleicht hat halt einfach Nighthawk dann irgendwie ein bisschen besser gemakrot, weil er halt wusste, dass er halt safe ist.
Ja, jetzt natürlich. Beide haben halt ihren Raven, ne? Ja. Zum Disablen des Tanks. Ja. Aber. Aber setzt ihn noch nicht ein. Die Schüsse hat ein bisschen mehr Energie auf jeden Fall. Naja, und vor allem jetzt mit dem. Das wäre jetzt die Situation, wo ich eigentlich gern den Raven, den einen Raven, den anderen deaktivieren sehen hätte. Ja. Damit der den eigenen ja, Tank nicht. Ja. Ja. Wenn ich eh einen Raven mehr hab. Ja. Okay, aber es. Wow. Das sieht ja tatsächlich passiert. Einfach aus wie PvP vor, weiß ich nicht. Vor, keine Ahnung, 5 Jahren irgendwie als. Weiß ich nicht, du hast einfach irgendwas gemacht oder so und dann hast du angegriffen und einfach verloren. einfach weil. Ich meine halt, keine Ahnung, also ich glaube, das ist sehr schwer jetzt da wieder rauszukommen aus der Nummer. Ja, vor allem. Ja, guck. Ja. Shit. Kannst du da einfach rein, nochmal ein Turret gesetzt, okay. Ah, da kommt ein Tank. Der Tank kann besiegt werden, ist. Aber er hat keine Luftüberlegenheit. Ja. Das ist das Problem. Hätte er jetzt die, hätte den Viking noch weggekriegt mit seinem Viking, dann hätte er wenigstens. Hätte er seine Luftüberlegenheit, oder hätte er halt Luftüberlegenheit gehabt, dann hätte er ja eine Chance gehabt, sich wieder rauszusiegen. Ja. Irgendwie. Aber so sieht das böse aus. Im Moment. Ich meine, währenddessen Nighthawk ist aber auch gar nicht mal so weit in Führung mit den Workern. Hat ein bisschen Worker gecuttet anscheinend. Ich meine, er ist jetzt halt gerade so ahead mit den Workern. Also ich meine, er hat halt jetzt 5 gekillt. Hätte die halt nicht gekillt, hätte Mink Crystal tatsächlich sogar immer noch Eco-Vorteil gehabt in Häkchen. Ja, im Moment ist es ja egal. Im Moment kann er das ja schleifen lassen. Ja, ich meine, er hat das. Ah, okay. Schöner da. Einsatz vom Viking nochmal. Ja. War aber riskant. Ja. Hat er keinen Stim, der Nighthawk im Moment? Ich weiß nicht. Ne, es wird gerade. Ah, wird noch erforscht, okay. Oh, ja. Das ist das Problem, sonst hätten die Vikings das nicht machen können, denke ich. Ja, das kann so gut sein. Aber halt generell, also. Klar, okay, wir sehen es halt wegen Ninja Base und so, aber theoretisch jetzt an Nighthawks Stelle muss er ja eigentlich erstmal nichts mehr machen. Also ja. Kann er jetzt ja erstmal einfach ruhig mal weiterspielen, weil er hat ja Map Control, er hat ja eigentlich alles. Er ist da vorne. Ja. Aber er scoutet jetzt auch nach der Base, glaube ich. Und wird sie jetzt finden. Oh, tatsächlich, ja. Ja, ja. Und dann ist die Frage, was ist jetzt noch zu machen? Ne? Und die sind jetzt gerade automatisch runtergelaufen. Ich meine, es reicht ja, wenn du irgendwie mit 5 Einheiten da stehst oder so. Ich meine, so viel kann er ja halt mit Christie Ich meine, die Liberator kommen jetzt, aber wenn du nicht genug Vikings hast gegen die gegnerischen Vikings, bringen sie dir halt nichts. Ja. Ja, das ist sehr tragisch. Der Hero Marine bekommt jetzt Verstärkung von unten. Da wird halt. Das ist ein nice try, muss ich sagen. Aber er schafft es sogar tatsächlich dann doch noch den Siege Tank umzubringen. Verliert aber auch noch einen Siege Tank, nur noch 4 Marines überleben. Ja, aber die Basis kann er nicht retten. Und Nighthawk hat jetzt 3 Basen mittlerweile. Ja. Was war los? Eine Pause gemacht. Gas recovered from a replay, okay. Ja. Ich meine, Nighthawk also. Weiß ja anscheinend auch nicht, was passiert ist. Okay, ist einfach gecrashed. Vielleicht ein taktischer Crash. Just kidding. Ja, das muss ich mir auch mal überlegen. Ups, ja, ich meine, dann siehst du halt im Prinzip eigentlich, wie es steht, ne? Es ist halt, dann weißt du halt eigentlich, was du jetzt eigentlich noch tun kannst. Was ist das für ein verrückter Zug? Okay, interessant, ja. Ach gut, ich meine halt, warum nicht? Ja, Mint Crystal, ich mag diese Spielweise, das ist einfach was Unorthodoxes.
Ja. Nee. Ich mag's nicht. Ich Also finde dagegen zu spielen ist halt wirklich. Also Also richtig ins toll Horn ist zu halt, wenn es gucken. funktioniert. Ja, klar, nee, das ist cool. Ja, aber auch das nur aus Zuschauersicht, nicht aus Spielersicht. Nee, also, nein, klar, es ist halt schon So, ziemlich cool, wie okay, es hat mit nicht funktioniert. Nick Christie spielt. Aber als Spieler, als ich gegen ihn gespielt habe, das war die Pest. Also das war. Das war die Du Beste. musst halt über alles nachdenken, was zur Hölle der sich jetzt halt einfallen lässt, was zur Hölle er halt noch machen kann. Das ist doch toll. Das ist überhaupt nicht toll, wenn du im Turnier spielst. Nee, es ist schon cool auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ich muss sagen, nach dem Matches, ich war schon echt platt, muss ich sagen. Mental war ich auf jeden Fall durch. Okay, ich muss ja froh sein, dass er jetzt überhaupt noch eine Basis hat. Ja, muss man sagen. Ein Medivac mit einem SCV und einem Traum. Ja, das und damit rechnet niemand. Und damit ist das eine gemacht. Damit rechnet niemand, aber dieser. Das war jetzt reines Glück. Also das Nighthawk da diesen Marine. Oder hat er auch einen Marine an der anderen Goldbase? Weiß es gerade nicht, der anscheinend nicht. Ne, siehst du? Oh nein. Es war so ein schöner Move. Ja, eben. Er wurde aber durch Luck halt einfach schon komplett Das ist gescoutet. schon traurig. Okay, das ist ein Er bisschen sollte schade. jetzt irgendwie schreiben, ich fühle mich nicht gut, oder? Ja. Können wir morgen weiterspielen? Oh. Ups, Herold weiß es noch. Ups. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, Junge. Double Proper Rest ist einfach. Wenn du Terraner zum Tilten bringen willst, das musst du machen. Immerhin einer, der sich noch daran erinnern kann. Sehr gut. Okay, sehr gut. Ich meine, Nighthawk versucht halt einfach nur Okay, seinen jetzt kommt Vorteil der auszuspielen. spektakuläre Drop. Ja. Der Doom Drop. Aber da, ich wollte gerade sagen, aber da ist ja gar keine Basis mehr. Aber Ja. in dem Fall ist es wieder eine da. Aber schwierig, lässt den halt zwei hängen. Der Doom Drop war eigentlich eher so ein Reverse Doom Drop, also für Nighthawk. Keine Ahnung, er hat ihn verloren. Ah, wenigstens ein Tank noch weg. Ich habe noch nie jemanden mit so wenig Supply so viel verteidigen gesehen. Jetzt droppt er einfach noch mal. Ja. Warum nicht? Ja, gut, ich meine halt jetzt richtig. Jetzt reicht's. Jetzt reicht es. Ja, gut gemacht. Ja. Schön, nice try Dass vom die sich nicht Mid-Rooster. mehr abwenden. Ja. Da ist man einmal mutig am Anfang, geht vor, will angreifen und Ja. das ganze Spiel ist für die Ist einfach Katze. für die Katz. Genau. Waste of time. Ja, aber es war doch schön anzuschauen. Ja, war cool. Mal sehen, ob er jetzt dieses Mal Erfolg hat, weil, warte mal. TVT hat er, glaube ich, noch gar nicht gewonnen. Ne? Er hat halt 0-2 gegen Herold gehabt. Habe ich gerade nachgeguckt. Und ich glaube, ansonsten gab es keinen TVT. Ne? Ja. Er läuft schon wieder mit einem Worker los. Ja, er läuft schon mal wieder mit dem Worker los. Oben rechts, Und zwar ist es. Mint Ja, genau. Crystal. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Und unten links es ist Nighthawk. Für Genau. die Und es Phoenix. kommen zwei Worker sogar direkt. Das ist ja Oh! wunderbar. Tatsächlich. Er hat vielleicht auch Moment, keine das sind Zeit, dann vielleicht muss er insgesamt auch aber noch zum drei. Einkaufen oder so. Moment, der könnte. Nee, das ist auch kein Der Scouting Scouter. SCV, Der oder? so tut, als ob alles normal ist. Ah, du könntest recht haben, ja. Ja. Oder. Nee, Nee, ich doch glaube nicht. nicht. Der biegt ab. Der biegt ab. Und Nighthawk! Natürlich. Ey, So. Ja. das
Nighthawk hat sich halt gedacht, okay, ich weiß ganz genau, was er machen wird. Die beiden SCVs, okay, perfekt. Ja, okay. Das mag Aber ich. Ich meine, das jetzt kann er einfach so tun, trotz. ja, okay, ich habe ja nur, Genau. ich hab ja nur einen Joke gemacht. Ich wollte da doch gar nicht Ich habe da bauen. doch gar nicht, das Das stimmt war ein nicht. Missklick, die Rex. Das ist. Die wollte ich da gar nicht machen. Und wenn Chris erstmal, ja, nee, ach komm, traurig Smiley. Aber insgeheim ist er so cheeky am Lächeln vielleicht. Maybe. Keine Ahnung. Je nachdem, wie sich jetzt halt natürlich Bauen Nighthawk. da hinten schön weiter. Oh. Oh nein, ist er verloren. First Blood. Torben hier. Eieieiei. Okay. Aber das ist halt sowas, da wiegt man den Gegner einfach in Sicherheit. Ja. Indem man ihm einfach diesen. Oh Aber. nein! What the fuck? Es hat nicht geklappt. Das ist halt, weißt du, dieser Worker Ja, Sacrifice, ne? Das ist ja Nighthawk. das, was Xung immer macht, wenn er irgendwie einen Reaper wegschmeißt oder so. Dann gehen ja die ganzen Protoss einfach nach vorne und sagen sich, haha, da gibt's ja keine Gefahr mehr. Und dann wiegt man einfach den Gegner in Sicherheit und boom. Ja, Aber mach. Nighthawk hat sich nicht lumpen lassen. Ja, Scouter nochmal, hat gesehen, okay, da sind halt. Da wird jetzt halt einfach Double Reaper, also Proxy Reaper gespielt. Schon ein Reaper da, drei SCVs halt auch, die das Ganze halt empfangen nehmen wollen. Der Reaper denkt sich, okay. Ah, okay, deswegen hat er auch irgendwie hier mal Dings gesagt, ne? Euthermal. Dass man ja so die Reaper ein bisschen weiter wegbringt. Aber ja, klar, wenn man halt SCVs dran hat, dann will man das vielleicht nicht so. Schönes Oh, Reaper-Mic der hier, muss Reaper's man sagen. busted. Ein Reaper fällt. Jetzt Ja, kommt's drauf tatsächlich. an, ne? Oh, die Ja, sind genau an beide. dem. Ja. Okay. Okay. Jetzt wird's dann eng. Ja, jetzt wird es definitiv eng. Vor allem, weil da jetzt was aus, weil da jetzt ein Heldchen rauskommt. Ja. Reaper und Hellion sehr gut halten dann die Choke. So, ich könnte mal dem Nighthawk ein 1 zu 0 spendieren. Ja, der Bunker kommt gar nicht zum Einsatz davon, der wird wahrscheinlich gleich wieder Ja, recycelt. tippe ich jetzt auch mal, dass er gleich gesalvaged wird. Haben die Rex Aber gerade Pause gemacht oder sind die wirklich so langsam? Ich glaube, die sind wirklich so langsam. so Eieiei. langsam. Aber Mint Crystal, der baut gerade, glaube ich, seine zweite und unten wird bei Nighthawk auch eingebaut oder nicht? Nighthawk hat seine in seiner Ah, doch, Main hatte er Cave auch. Okay, ja, ich eingebaut. hab gerade geschlafen. Ah, es wäre aber richtig cool gewesen, hätte man auch da das SCV von draußen nehmen können. Dann nochmal hoch. Okay. Er hat jetzt ganz schön viele Worker gekillt. Ja, Mit schon den ordentlich. Helljans. Und die zwei. Das wird auch kritisch. Ja. Nur weil der noch rausgekommen ist, ja, ist gut. Ja, insgesamt 4 Worker Losses ist halt schon eher unangenehm. Ja, okay. Trotzdem, ich meine, Nighthawk konnte es sich leisten. Er hat ja immer noch Army Lead Ein in der Drittel ganzen. mehr. Ja, und ich meine halt, keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste. Nee, tatsächlich, an Rex ist noch kein Tech Lab oder sonst irgendwas. Aber halt trotzdem, ich meine. Bei Nighthawk ist ja quasi halt alles schon fertig, alles schon in Produktion, was eigentlich bei Night. Nein, ja, nein, was. Bei Main Umgekehrt. Crystal. Ja, wird das jetzt halt erst alles gebaut, was halt bei Nighthawk gerade schon fertig ist. Ah, Double okay, Reaper. aber der ist Tatsächlich. zumindest gleich weg. Ja. Wollte auch gerade sagen, ist ein sehr interessanter Call. Noch so ein Reaper kommt da rein. Und ich glaube, der findet auch keinen Damage. Ja. Da hinten, der SUV. Tja. Es ist immer wieder das Gleiche, ne? Keine Ahnung, da.
Irgendwas verbrochen. Der muss in Ich seine hasse Stelle das. abgehen. Und der wird dann immer angezeigt als nicht Ja, arbeitender Worker. ja. Deswegen bringst du ihn auch einfach immer um. Oftmals tue ich das, ja. Das Meistens, ist. obwohl in der Nähe ein Medivac steht. Schon wieder? Es ist schon wieder abgestürzt. Cool. Ach, je. Also. Okay. Ja, nee. Ja, dann ist das halt so. Ja. Vielleicht läuft das da auch so emuliert Ja, oder in stimmt Wirklichkeit schon. auf Linux oder so. Ja, vielleicht. Der Emok hat das auch regelmäßig gehabt früher. Soweit ich weiß. Ja, aber wie wir ja alle wissen, ist Linux immer besser. Ja, insbesondere wenn man StarCraft spielt. Ja. Natürlich. Ja, stimmt. Ich meine, Patrol kannst du halt machen oder ich meine, Hold Position geht ja im Prinzip eigentlich auch. Also kannst du auch einfach sagen, hier halte die Stellung, dann wird dir auch nicht mehr als idle angezeigt. Ach, den Trick kenne ich gar nicht. Das muss ich mal machen. Was? Echt? Aber ich glaube, es wird schwierig, mich umzugewöhnen. Ich glaube, ich werde ihn weiterhin einfach killen. Ja, weil das Ding ist Oh, halt. jetzt da unten kommt es zu einem Zusammenstoß in der Mitte der Ja, Map. du hast recht. Okay. Slaughter Okay. Marine wurde halt umgebracht, genau. Ich meine, also so etwas in der Art, was ein Nighthawk mit den Marines macht, mache ich halt einfach mit Probes, einfach weil ich keinen Bock habe, wenn ich irgendwie F2 benutze oder so, dass dann meine Einheiten weg sind. Die Okay, sollen dann das schön war's. dastehen. Und ja, genau deswegen mache ich eigentlich auch immer irgendwie einen Worker irgendwo hin und dann halt Hold Position, weil dann wird er mir halt auch nicht mehr als Idle angezeigt, dann ist alles gut. Dann habe ich Map Vision und keine nervigen Benachrichtigungen. So muss das. So, im Prinzip sehen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger ein ähnliches Spiel wie zuvor. Also ich meine halt, Mint Crystal ist halt nicht so weit hinten wie beim letzten Spiel, aber halt trotzdem definitiv hinten. Aber Nighthawk spielt das wahrscheinlich einfach alles nur sehr safe aus. Es sind halt beängstigend viele Tanks. Das ist die einfach immer noch. Haben wir echt noch gar Geh keinen? woanders hin mit der Kamera. Wir haben noch. Das, Hier, bitteschön. Nur ich für dich. kann. Nein. Kann da nicht hingucken. Aber es ist halt krass. Wir werden echt so wenig Mediwerks mittlerweile gebaut. Unfassbar. Unglaublich. Dann da unten kommt die rote Schlange und wird jetzt gescoutet. Oder nicht? Schade, fast wär sie nicht gescoutet worden. Fast wäre vorbeigelaufen, der Marine. Okay, der Tromtromsche Sensor Tower. Zumindest die Hälfte Das, davon. also, Sensor Tower kann ich nur empfehlen. Beste, wo gibt. Und wenn er stirbt, einfach zwei nebeneinander bauen. Ich meine, ja, wieso nicht? Ich meine, mit 5 Minuten Feuerdauer kannst du einfach 2, 3 klatschen. Du wirst nie wieder. Das ist lustig, ne? Der stand schon auf dem Boden der Viking und trotzdem haben die Dinger noch eingeschlagen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist. Der wäre schon fast weggelaufen. Wahrscheinlich hättest du den einladen können in dem Moment. Den Medivac wäre gerettet gewesen. Ja. Aber einladen, womit denn? Da gab es ja keinen. Genau, so, wir sehen jetzt hier halt mit. Sehr schön von Nighthawk. Hat Mein das im Prinzip Gott. halt gescoutet. Perfekt. Ja, ist halt krass. Also. Was meint Herold Juice? Warum sagt, die müssen bestraft werden? Meint er damit diesen Worker hinter den. Ja, den Worker. Okay. Ja. Sehr gut, ja. Dieser Worker. Guck ihn dir an. Der muss bestraft werden. Ja, klar. Also, ich meine, ja, genau. Also, das, was halt Herold sagt, halt auch absolut korrekt. Ich meine, das ist ja halt doch irgendwie, glaube ich, das Nervige an TVT. Ich meine, im PvP und CVC ist es ja relativ schnell vorbei oder entschieden, würde ich jetzt mal sagen. Also das Spiel, wenn du halt einfach supply-technisch einfach halt hinten liegst, ich meine, dann kannst du halt meistens eigentlich überhaupt nichts machen. Aber mit Siege Shanks ist es halt einfach so gemein. Es ist fast Nein. egal, wie weit vorne du bist, wenn du dein Siege Tank Timing verkackst, also wenn du ein gutes bzw. schlechtes Engagement hast mit Siege Tanks, Oh, dann zum kannst du Beispiel sehen. dieses.
Ah, er hat ihn mit dem Medivac von hinten abgelenkt, deswegen hat der Tank nicht auf seine Arme geschossen. Das war gar nicht schlecht gemacht von Mint Crystal. Ja, tatsächlich, also hat er da gut ausgebrochen. Also, das hat er gut ausgebrochen. Das war clever gemacht, ja. Trotzdem, ich meine, Lighthawk hat immer noch Army Supply Lead, hat auch Upgrade Lead. Warte mal, ja, im Prinzip hat sogar genau, und Ground, also halt für Siege Tank. Und hat natürlich auch Anzahl der Bases Lead, ne? Ja. Hier, machen wir weiter. Dankeschön. Losses sind ungefähr ausgeglichen. Ja. Ja, ich meine, das verliert ja wahrscheinlich Lighthawk wieder ein bisschen was. Ist aber auch lustig, dass irgendwie Nighthawk immer mit so kleinen Hitsquads einfach rumläuft. Er läuft halt nie irgendwo wirklich committed halt rein. Ne? Ist auch, ja, klar. Das, was ich halt auch meinte mit, was weiß ich, du musst halt nur einmal die... Lucky ein Engagement haben, dann bist du halt eigentlich tot bei TVT. Aber die machen halt trotzdem enormen Schaden, weil er immer noch zwei Tanks also dabei hat. Ja. Und dann kann das gar nicht so einfach geklärt werden. Ich meine, zumindest beim letzten Mal kann er ja halt einfach irgendwo anders ein bisschen Stress machen. Also beim letzten Mal hat er es. Okay, ja. Ganz gut rausgenommen. Ja, und ich meine halt währenddessen kann er halt einfach hochmakron. Ganz solide. Auch von Deutschland. Also ich meine, jetzt plus 3. Also kriegt sogar noch einen Tank raus. Sehr schön. Kriegt mit seinem kleinen Run bei. Der gewinnt den Kampf hier jetzt. Ja. Gewinnt halt einfach den Kampf, quasi. Mit so einem kleinen Hitsquad. Einfach an der strategischen Position und... Ja, man sieht halt jetzt von Losses quasi ausgeglichen war es halt vorher, auf jetzt 2020. Oh. Kriegt er sogar nochmal das, das Medivac raus. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube die Units waren auch im schwächsten Medivac drin, ne? Ja, ich glaube auch. Okay, jetzt wird's tatsächlich auch geklärt, währenddessen, wir sind halt schon hier im Parameter. Aber also da kommt so alles gleiche nochmal von oben. Ja, und nur in groß. So doppelt so stark. Etwas wie die, zwei Siege Tanks. Aber die schießen jetzt da rein. Boing. Ja, das war's. Und damit haben wir das G. Schade, schade, ich hätte ja Mint Crystal mit seiner kreativen Spielweise schon auch gern hier mindestens im 1:1 gesehen, aber. Ja, es war leider, leider noch nicht gegönnt, aber ich meine, er hat ja theoretisch noch einen. Warte mal, gegen wen muss er denn spielen? Oh, er muss dann gegen Grubenhubert spielen. Und da wären wir auch schon bei dem wunden Punkt oder beim Thema. Ja. Jetzt kommt nämlich Grubenhubert gegen Fenrak, ja. Stimmt. Ja, das ist eine wunderbare Überleitung, perfekt. Hast du halt recht, die nächste Oder ich weiß ist... nicht, ob die ihr Spiel schon gespielt hat. Wahrscheinlich schon, als sie sich auf dem HSC begegnet sind. Gut möglich. Aber, ich habe da zumindest jetzt noch kein böses Blut erkennen können. Nö, sie haben sich zusammengerissen, muss man sagen. Ja. Vielleicht war es ja ein Draw. Vielleicht. Wir werden es gleich sehen. Könnten theoretisch ja in drei von drei Spielen eine Rolle. Gibt es da eine Regel für? Oder dass man dann noch ein viertes spielen muss oder ein fünftes? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, was das Ganze halt angeht, für diesen Fall, One in a Million, gibt es einfach keine Regel. Ja, ich meine, du müsstest es doch besser wissen als ich, oder nicht? Ich meine, ich caste das ja nur. Du spielst das ja tatsächlich. Also... Du spielst den Scheiß ja tatsächlich. Ja, muss man ja auch so sagen. Keine Ahnung, die Regeln werden ja. Also, ich kenne mich da nicht so aus. Die Regeln, die werden ja einfach so ausgelegt. Also, Regel Nummer 1, Trom darf nicht aufsteigen. Ja, das ist eh klar. Das ist eh klar. Alle Gegner, gegen die Trom gewinnen, die werden einfach sofort disqualifiziert. Das ist einfach immer so. Ja, dieser Stachel steckt schon tief im Fleisch. Ah, sehr schön. Fenrak raided uns. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kommst sogar gerade rechtzeitig. Ja, wunderbar. Jetzt bist du dran. Natürlich. Zumindest das erste Spiel von dir.
Perfekt, pünktlich, genau so ist Man es. könnte nochmal alle begrüßen, aber es sind gerade dann doch zu viele, 40 Leute. Naja, boah, jetzt haben Da wir sogar muss man. 40 Leute. Ja, cool. Ich meine ja, dann hier, dann geben wir denen doch, was die halt wollen. Und zwar Genau. hier mal den guten Fenric. Ein weiterer Höhepunkt des Abends, Grubenhuber gegen Fenrek. So ist es. Hier ist Game 1. Sehr schön. Cool. Grubenhuber hat momentan ja nur eine Map abgegeben. Ah, ich hätte es zwischendurch nochmal einblenden können. Warte mal. Aber gegen einen Protoss, gegen das Warte, ich Schwarz. kann jetzt nochmal ganz kurz da drüber basteln oder so. Jetzt sieht man es ja ganz kurz. Grubenhubert gerade führend. Zwischen den beiden kann es sogar tatsächlich nochmal spannend werden. Mal sehen, mal sehen. Blende ich mal Das wieder ist ganz jetzt kurz aber noch aus. die alte Tabelle, da sind Ja, jetzt unsere Ergebnisse nicht das ist noch die alte berücksichtigt. Tabelle. Ja, genau. Genau, warte mal. Erstmal von den Kriegern der Apokalypse oben links in Rot. Es ist der Grubenlord. Genau, und unten rechts der Zerg, der Fenrek. Die haben auch gerade schon ein paar Herzchen geschickt, das wird wird Patrone freuen hier. War mal gut gelaunt in das Match reingegangen. Schicke ich auch noch mal ein Herzchen rein. Sehr schön. Ja, genau. Wollte ich noch irgendetwas ganz kurz loswerden? Ich glaube nicht. Alles gut. Okay. Sehr früher, oder halt, was heißt sehr früher? Einfach nur Pool for Hatch. Ganz okay soweit. Es gibt hier eine Kritik an der Lautstärke von mir. Ich bin zu laut. Ich kann aber mein Mikrofon entweder etwas Traumtraum ist wegtun. etwas zu laut im Vergleich zu Sentry Jetzt bin ich Audio. leiser. Warte mal, ich kann Vielleicht. ja mal Vielleicht ist es hier. so besser. Ich habe einfach mein Ach so, Mikro. Ich habe es ja. analog geklärt. Ja, okay. Versuch mal. Wenn das jetzt okay ist, dann noch mal rein. Nochmal sagen. Ansonsten verringere ich mal die Lautstärke von Traumtraum. Genau, übrigens. Ach so, neue Abstimmung. Genau, wie ist es eigentlich? Wie ist es da gerade? Wird das geklärt? Wird eine neue gemacht? Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Was machen Sachen hier eigentlich? Okay, wir haben hier Nexus. Jetzt. Ja. Hatch wurde ein bisschen delayed. So ist es halt. Und Fenric, wie war's? War der Cup gut? Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Ich glaube, meine Frage wurde nicht beantwortet. Wer hat gewonnen? Wie stand's um Guto? Hat einen Guto Job gemacht? Hahaha, hat ein guter Job gemacht. Ich Ein musste sogar Guto lachen. Job. So ist es. Ey, warte mal. So, okay. Ich meine, was haben wir hier? Ein paar Dinge, die. Ein paar Dinge gehen rüber. Ja, und hier haben wir ein Bane-Nest. Guto ist Zweiter geworden. Ich habe gegen ihn verloren. Okay, 100. Oh. Ja, Guto scheint gerade nicht unbedingt so Guto drauf zu sein. Ich meine, der Zweite ist immerhin gut. Na, gut. Es ist immer noch gut. Aber ja, ich kann schon verstehen, dass Guto gerade ein bisschen angeknackst ist. So, haut rein eure Channel Points. Ich habe auch mit vorhergesagt, denn ich kenne die Ergebnisse nicht. Das Sentry hat die Replays alle vorliegen. Ich habe sie nicht. Ja, aber ich kenne die Ergebnisse doch auch nicht. Stimmt, du kennst sie auch nicht. Also ich meine, ich könnte sie wissen, wenn ich wollte, aber warum mir den Spaß verderben? Wir haben halt nur Adepts tatsächlich, das ist gar nicht so gut. Oh, und ein paar Bane-Dinge Und watscheln da hoch stirbt jetzt halt mit tatsächlich, ihren. aber in letzter Sekunde noch eine Wall, aber ich meine, das wird wahrscheinlich halt auch nicht reichen. Ich meine, meilenweit keine einzige Einheit wurde gebaut. Los mit Grubenhubert. Der Grubenhubert hat bisher doch erst komplett. eine Map abgegeben. Ist das vielleicht die zweite? Interessant, ja, also wurde einfach mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Okay. Ist interessant, dass Immer sie noch sich dann laut. so gut verstanden haben beim Homes, ja doch beim Home Series Cup. Bisschen noch weiter weg. Einfach So. GG, einfach hat er. Okay, der Fenric sagt, der Tromtrom ist immer noch etwas zu laut. Ja, dann machen wir das alles mal ein bisschen leiser. Ah, das ging jetzt sehr schnell. Jetzt Wieso sind habe da ich mich.
Wieder leiser gemacht, noch leiser gemacht. Ja, nicht. Hier, ich kann den dann nochmal ein bisschen leiser machen. So ist es besser. Schau, er sagt schon, so ist besser. So ist Ja, besser. ich. Ja, aber ich habe noch weiter ein bisschen rumgespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es Ich bin jetzt noch ist. so laut von meiner Ansprache am Anfang. Die haben natürlich Gott sei Dank die meisten Wahrscheinlich. verpasst. Was heißt hier Aber Gott sei dann Dank? habe ich mich einfach ein bisschen lauter gemacht. Dass das auch ankommt. Ja. So, ja, So. genau, so Herold, so wie er es halt sagt, ne? Jetzt bitte Stalker First. Ne, ich meine, Stalker First ist halt auch doof, aber ja, ich meine halt mit ein bisschen mehr Scouting-Info sozusagen hätte man das halt sehen müssen. Ja, mal gucken, ob dem Grubenhuber das nochmal passiert. Mal sehen, wir sehen es ja unten rechts. Es ist der rote Brutus von den Kriegern der Apokalypse, es ist Grubenhubert. Und oben links mit einem provokanten GGGLHF der Fenrek. Da ist er. Sehr Ja, schön. das erinnert mich so an Stromberg vom Bernie, töten durch Freundlichkeit. Ich dachte, Bernie ist das Mobbing-Opfer in der Serie gewesen. Schon, aber irgendwann, wenn er mit der Stimme aus dem Off sein Interview gibt, sagt er, töten durch Freundlichkeit und hat so ein schönes Grinsen dabei drauf. Eieieiei. Ja, aber. Also ja, nee, ist korrekt. Kann funktionieren, ist absolut korrekt. Und Aber sind ich wir meine. ehrlich, Grubenhubert kocht hier jetzt vermutlich. Ich meine, wir haben ja auch keinen GLHF gesehen. Nee, alles gut. Ich meine, ich Genau, vermute hätte er mal, nicht das mal ist. reagiert darauf. Nee, ich vermute einfach mal, das ist ja. Das ist halt so das Problem an dem Countdown, ne? Dass man halt die Ja. ganzen Nachrichten im Countdown halt nicht sieht. Also ich gehe mal sehr Ja. stark davon Das aus, ist dass halt er GLHF freundlich geschrieben hat, interpretiert, auf jeden aber Fall. ich glaube, die Wahrheit ist eine andere. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, nee, ich meine, Fenric würde jetzt. Natürlich hat er GLHF geschrieben. Ist ja klar. Das muss aber auch Fenric sagen. Nee, ich meine, Fenric würde wahrscheinlich auch niemanden mit Freundlichkeit töten. Ich meine, er ist halt einfach tatsächlich freundlich. Oh, fast hätte er tatsächlich eine Drohne bekommen. Fenrik wollte so nicht stehen lassen, hat er es natürlich richtig gestellt. Vermeintlich richtig gestellt, würde ich dazu sagen. So. Aber Ist jetzt auch ja gut. kein Terraner, sag da. Wie fühlst du dich eigentlich damit, Tromtrom? Ich meine, wie kannst du eine Ich will unheimlich jetzt nicht, nette dass du hier vom Person? Thema ablenkst. Wir sind hier bei einem Spiel zwischen Grubenhubert und Fenrik. Ja, aber ich meine, was gibt's denn? Also ich meine halt, keine Ahnung. Also Fendrake macht das gleiche wie zuvor auch. Zumindest als Opening. Die Frage ist, ob er jetzt nochmal Diesmal kriegt er irgendwas die für uns Probe. hat. Ja. Ich weiß nicht, ob er sie vorhin gekriegt hat. Ich glaube nicht. Also hier würde sich wahrscheinlich wieder ein Banebust lohnen, tatsächlich. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob es die Wall besser gemacht hat, da einen Pylon hinzustellen. Eigentlich glaube ich nicht. Nu, okay. Eine Lücke muss rein. Okay, aber Fenric offensichtlich makroorientiert. Wo geht sein Geld eigentlich hin? Warte mal, wo geht sein Geld gerade hin? Ich meine, er baut keine dritte, aber er baut eigentlich auch. Ich wollte gerade sagen, irgendetwas. Wenn er keine dritte baut, dann muss er ja irgendwas machen. Und jetzt macht er halt leer. Ich meine, wir haben sehr viele Queens wahrscheinlich. Keine Ahnung, kann das sein, dass er dann, was ich nicht, Queenlinge oder so das machen will? Vielleicht Mutas? Aber dann müsste irgendwann bald mal Gas kommen. Also erstmal vermute ich Queenlinge Nidus, aber keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, also am liebsten würde ich ja Nidus sehen, aber dafür ist halt nur ein Overlord in die Richtung geflogen. Ja, aber wird Und halt natürlich auch noch oftmals nicht schickt man doch dann. aufgeräumt. Ich meine, wird halt nicht aufgeräumt. Ich meine, halt Robo zum Beispiel Klar. ist halt auch sehr schlecht. Also da kannst du halt natürlich nicht Klar, overloaden. aber Das wird typischerweise übersehen. fliegt man wahrscheinlich. Oder erlebe ich es oft, dass ihnen zumindest zwei Overlords rüberfliegen. Ja, eben, Herold, wollte ich auch gerade sagen. Also ich wollte es nicht so fies ansprechen, aber ja. Das sah alles irgendwie so aus, als hätte Grubenhubert noch richtig Bock, noch einen Bast mitzukriegen. Oder einfach sozusagen so ein Bast baiten. Das wäre auch mal was. Das würde ich auch gerne mal sehen. Einfach mal einen Bast baiten und dann einfach perfekt reagieren. Stalker bauen und Wall perfekt bauen. Hat das nicht sogar mal Hero irgendwie gemacht? War da nicht irgendwas?
Ich habe irgendwo letztes Mal was gesehen. Egal, passt schon. Scoreboard anpassen, oh mein Gott, du hast recht. Okay, das war die falsche Anpassung. Oh, Aber das einfach mal. das wäre aber richtig gut. Einfach Grubenhuber Das ist halt drauf, die Macht des 1-0 lassen. Casters. Passt schon. Schreib's einfach irgendein anderes Ergebnis. Alternative Fakten. Alternative Fakten. Sehr gut, ich meine, was sehen wir jetzt eigentlich? Tatsächlich Hydras? Keiner, also ich meine, ich hab, weiß ich nicht. Macht man das? Ich meine, ich hätte jetzt irgendwie so erwartet, was weiß ich, schnell noch Lurker Den oder so, aber gibt's das? Macht man das? Das ist eine merkwürdige Build Order. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ich meine, wenn man eins von Fendbreak weiß, dann ist es, dass man seine Build Orders nie unterschätzen darf. Die finden irgendwie immer Damage. Währenddessen. Okay, Glaive Adept ist schon durch. Und ich meine halt jetzt mit Hydras ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so gut. Also, Hydras dagegen zu bauen. Weil Adepts gute Einheit gegen leicht. Aber er geht jetzt trotzdem mal schon einige Dinge. Ja, verliert tatsächlich einiges. Muss er Okay, einladen. Blue Hubert wollte nicht committen. Das wäre auch eng geworden, oder? Nebenbei aber tatsächlich Grum Hubert baut dritte Basis, baut sogar auch Robo Bay ist jetzt tatsächlich auch schon fertig. Fenrir kann einfach ganz offensiv mit den Hydras verteidigen. Und kann. Schickt sich sogar an anzugreifen. Währenddessen Warp Prism geht nach oben und will dann wahrscheinlich ein bisschen. Bisschen harassen. Aber hier gibt's doch gar nichts, was das jetzt verteidigen kann, oder? Zumindest nicht diese dritte. Zumindest nicht diese dritte. Ich meine, keine Ahnung, Grubenhubert. Was ist da los? Ja. Ja, siehst du genau, Fenric hat offensiv verteidigt. Sehr schön. Er verteidigt weiterhin sehr offensiv. Ja, und das reicht jetzt alles hin da unten wahrscheinlich, oder? Ich denke, oh Gott. Ah, ein Koloss, aber Colossus der ist ja schon so gut wie tot. zum perfekten Zeitpunkt Bein gestorben. Ja, leider ist er Alter, einen der Schritt arme nach vorn Grubenhubert. gemacht. Das ist. Der kommt ja Ein mal gar dunkler nicht drauf Tag in der klar. Geschichte, schreibt Grobo. Das ist. Das ist natürlich, aber das war ja einfach gut gespielt auch vom Fenrir. Ja, tatsächlich. Also ich meine. Der hat dann halt durchgezogen und hat nicht, Was? hat gedacht, ich gehe jetzt mal rüber und guck, ob da noch irgendwas ist. Und wenn da nichts ist, Ja. ja, dann lauf wieder weiter. Fenric mit den Build Orders. Also das ist. Das zieht sich halt irgendwie durch. Also durch die komplette Liga sozusagen. Zieht sich das durch. Interessant. Da bin ich gar nicht Der mal, Sieger also geworden. bin ich halt überrascht, dass Grum Hubert, glaube ich, ein in sich extrem netter, ausgeglichener Mensch ist, weil beim HSC wäre ich vielleicht gar nicht so, wie soll man sagen, ausgeglichen dem Fendrick gegenüber. Wäre ich vielleicht ein bisschen salty. Okay. Ja gut, er ist ja auch nicht mit Fenrir essen gegangen. Da muss man auch sagen, das stimmt. Er ist nicht mit dem Zerg-Kabal-Dings, mit den Kabalen essen gegangen, sondern mit uns. Oh, wir hatten eine richtig balancede Runde, ne? Ich meine, wir waren ein Protoss. Nee, oh fuck, wir waren zwei Protoss. Okay, verdammt. Okay. Dann eben nicht balanced. Sorry. Wir hatten keinen Aber Zerg. die Runde war trotzdem nett. Ja, die Runde war gut. Sehr gut, so. Ich meine, hat irgendjemand das eigentlich schon eintragen können in der Tabelle? Wahrscheinlich. Okay, ich sehe Mint Crystal 4 theoretisch. Also, ja, doch, 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 wurde. Okay, bis auf Fenric, das letzte wurde tatsächlich erst alles eingetragen. Man wird das höchstwahrscheinlich aber nicht aktualisiert sehen. Das dauert immer Ich eine bin jetzt ja Weile sehr leider. gespannt auf das nächste Spiel, weil der Nighthawk ja mit seinen kleinen Angriffstrupps so erfolgreich gegen Mint Crystal war. Wie das gegen Herold wird. Oh, stimmt. Du hast recht. Na, So. da Du meinst, ich soll mal. Warte mal, wie steht's hier mit sind wir den mal gespannt. Der Vorhersagen? Herold, der Wer auch immer schickt ja das mit auch den schon Vorhersagen macht, vielen Dank. eine in Dankeschön. den Chat. Genau. Ja, perfekt. Genau, ja, nee, dann halt wahrscheinlich einfach nächste Series.
von Spieltag 5. Ich kann auch zwischendurch irgendwann mal die Ergebnisse einblenden, wobei theoretisch müssten wir erstmal Wetten machen, oder? 28% Fieldrate im Fall. Da hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Punkte auf jemand anderen gesetzt. Ja, das stimmt. Ja, gut, Mubat, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. So, aber wie ist das jetzt? Machen wir jetzt Pause oder Also, wie wir ist müssen vielleicht auch eine Werbepause machen, oder? es? Ja. Ja. Ich Ja. glaube, wir machen jetzt einfach mal ganz kurz Ja, mach die mal jetzt Werbepause. ganz kurz, dann gehe ich mal da auf die Toilette. Perfekt, genau. Das heißt, von unseren Sponsoren Gatepilot24 und Musik im Pott. Genau, genießt mal die Werbung. Genau, Bis und gleich. meine Toilette ist von Toto. Bis dann. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, von wem meine ist. Ich gucke das mal nach. Werbung ist langweilig. Weißt du, was noch langweilig ist? Sich um seine Finanzen und um seine Versicherung kümmern. Deshalb kannst du jetzt in nur 2 Minuten dank Geldpilot24 deinen kostenfreien Account erstellen. Dadurch erhältst du eine digitale Übersicht über alle deine bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge, plus dass du im Bereich To-Do auf einen Blick alle deine Spar- und Optimierungsmöglichkeiten siehst. Ab diesem Zeitpunkt kümmere ich mich um all deine Anliegen und du kannst dich endlich wieder um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Starte jetzt deinen persönlichen und kostenfreien Account und unterstütze dadurch den E-Sport. So, perfekt. Da sind wir wieder. Beziehungsweise ich. Ich glaube, der TomTom braucht noch ein bisschen. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Aha. So, ich bin da. Ja, Willkommen, willkommen. Meine Toilette ist übrigens von Vega, wollte ich nochmal sagen. Gute Toilette. von was? Vigor, also Vega. Ah, okay. Egal, alles gut. So. Ja, ich musste eine Toto-Toilette kaufen, weil meine Freundin ist Halbjapanerin und Toto ist eine japanische Toilettenmarke. Ich glaube, so das will ich auch irgendwann mal haben. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Meine Toilette ist auch eine Markentoilette. Möchte ich hier auch noch ergänzen. Ich meine, ich glaube, deine Toilette ist teurer als meine Toilette. Und wer Also, japanische Toiletten kennt, der weiß, ich dass glaube. meine eine Mehrmarkentoilette ist als jede andere Toilette. Ein Quatsch. Ich glaube, die kann alles. Die kann dir ja sogar auch nachts ein Buch vorlesen Ja, oder ich so. setze mich einfach nur zum Spaß manchmal drauf. Nee, Quatsch. Könnte ich mir vorstellen. So, warte mal, bevor wir hier erstmal hier, ne? Hier geht's ja mal, was ist das? Nighthawk gegen Herold. Ach, da unten haben wir es. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal da rein in das Spiel. Sehr gut. Okay, die Werbung lief also. Die Werbung ist gelaufen. Gut. So ist es. So. Das erste Mal, dass mich SC2D nicht mit der Werbung belästigt. Ich bin einfach auf die Toilette gegangen. Einfach auf Toilette gehen. Wie habe ich das jetzt geschafft, hier da Dings einzustellen? Ist ja interessant. Sehr gut. So, unten rechts in Blau, es ist Herold. Und oben links in Rot, der heute schon sehr erfolgreiche Nighthawk. Das stimmt. Der Nachtfalke. Aber war nicht Herold auch erfolgreich? Warte mal. Ich habe nicht gesagt, dass er nicht erfolgreich ist. Ich habe jetzt halt nur gerade den Nighthawk gerade angesagt. Also wenn. Das Das stimmt. hättest du dazu sagen müssen. Ja. Naja, nee, Herold war ja auch sehr erfolgreich. 2-0 gegen die Schwarz haben wir ja vorhin gecastet. Das ist eine Okay, Art Kampf wieder. der Giganten. Oh, ja. Hat das nicht Herold? Warte mal, nee. Warte mal. Oh Sie mein an mir. Gott. Okay. Herold macht so etwas auch ganz gerne. Mein Herold ist auf Platz 2 vorgerückt, dadurch, dass Grubenhubert verloren hat. Oh, danke, danke, danke. Danke fürs Sagen. Danke fürs Sagen. Steuerung X ist gemacht. Perfekt. Okay.
Wie ist es, wenn er jetzt Reaktor macht, wäre es Insta-Loss? Aber macht er Habe nicht. ich jetzt nur den Eindruck oder hat Nighthawk nur bei seinem Gegner vorhin diesen Scout gemacht, dass er die Dinger immer entdeckt hat? Hat er es nur bei Mint Crystal gemacht oder weiß Mint Crystal macht das so? Ja, ich denke schon, ja. Ja gut, ich meine, würde ich gegen Mint Crystal halt auch machen, ne? Also habe ich auch gegen Mint Crystal gemacht. Und Herold hat sich gedacht, ich bin ja nicht Mint Crystal, also kann ich mir das leisten. Ja. Tja, da hätte Nighthawk noch mal sich noch mal denken müssen, dadurch, dass sich Herold denkt, Genau, dass Herold genau. denkt, dass er ja nicht Mint Crystal ist, ne? Wird er vermutlich genau das machen, was Mint Crystal macht. Genau. Dementsprechend hätte er eigentlich scouten müssen. Tja. Also scout ich jetzt. Das wäre wirklich sehr clever gewesen, ja. Das stimmt. Tja, jetzt kommt er mit dem Reaper hoch und denkt sich, ja, toll, super. Wobei, nee, die Reaper sitzen, stehen da ja schon in der Basis, deswegen wisst ihr es eh schon. Findet Nighthawk wahrscheinlich gerade gar nicht so toll. Genau, Nighthawks Reaper kann da tatsächlich nicht so viel machen. Er verliert sogar den ersten Reaper. Und damit. Ich will nicht sagen, es ist GG, aber ich glaube, das ist nicht schön. Ist der Vorhersage ist Herold? Was ist das jetzt da oben? Das sehe ich gerade. Das ist man vorher noch. Das Spiel. Die Auflösung. Ja. Hoffentlich. Ja, stimmt, hätte man doch machen müssen. Ich meine, keine Ahnung, wie kann das eigentlich sein? Ich habe es ja schon vorher angesprochen. Wie kann das sein, dass TVT halt einfach PvP geworden ist? Dass irgendwie. Weil die haben überlebt. Wenn jetzt der Helion hinterherkommt, aber er wird gesprengt mit der Granate. Ja. Weil der ist ja eigentlich etwas schneller. Der hätte die vielleicht killen können. Der Abstand war schon groß. 25 Punkte. Eieieiei. Oh, man kann es ja gar nicht. Ja, toll. Ja, Details ansehen. Oh, ja. Ajur. Ajur ist auch immer dabei beim Wetten. Sehr schön, Ajur. Guter Spirit. Ja, ich meine, Mara hat ja schon vorhin beklagt, dass, dass heute weniger Leute gewettet haben. Zumindest bei ihm. Aber muss ja auch nicht immer wetten. Nee, also in Glücksspiel dem ist ersten nicht Spiel haben wir, glaube ich, gar keine Wette gemacht, oder wir haben es gar nicht erwähnt. gut. Kann sein, kann sein. Es wurde erst irgendwann dann später gefordert, oder? Ich meine, das ist halt das Gute, wenn wir halt mehr Admins halt im Team, also da halt haben, ne? Also mehr Moderatoren. Dann denkt Dann könnte jemand jetzt dran. halt irgendjemand macht das dann halt schon, das ist okay. So, ich meine halt mit einem abnormal krassen Worker-Lead von 12 Workern. Bald sogar jetzt im Prinzip halt auch Two Base. Okay, beide haben zwei Basen, währenddessen halt Herold aber massiv viel mehr Worker hat. Tatsächlich gerade aber auch. Moment, habe ich das gerade falsch gesagt? Herold hat mehr Worker. Wie, ich habe gerade gesagt, Nighthawk hat mehr. Egal, auf jeden Fall, Nighthawk hat auch gerade irgendwie 5 im Gas statt 3. Ist bestimmt auch nicht so prickelnd für seine Wirtschaft. Aber jetzt hat er es ja gefixt. Und mal sehen, wie das Spiel jetzt halt weiter ausgeht. Boah, ich meine, technisch. Warte mal. Wir hatten hier jetzt hier gerade. Ich wollte gerade sagen, Nighthawk hat sogar mehr Units gerade. Nighthawk hat viel mehr Units jetzt. Eieiei. Weil da einfach Herold reinfährt. Wie so ein. Wie ein Berserker. Er fährt einfach hinterher bis in das letzte Eck der Map. Alter, Und seit weg ist wann der drehen sich Reaper. denn bitteschön die Reifen von Helldeans? Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Interessant. Wow. Mach mal was. Cycle. Fahr Ja, du mal. musst halt öfters reinzoomen. Ja, ich glaube auch. Interessant. Cool. Da entdeckst du noch irgendwelche Sachen. Ja. Nach 100 Jahren StarCraft. Das ist interessant. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich wollte sehen, was die hier jetzt hier machen. Aber egal, ich werde es bestimmt gleich sehen. Herold trotzdem weiter halt noch in Führung. Besonders halt, ja, worker-technisch sogar noch weiter in Führung gegangen.
Drei Reaper reichen halt nicht. Und ja, okay. Einen hat er verloren. Ich werde das mal. Oh, sehr schön. Wegen der Reifen bei Cyclones. Sehr schön. Sehr gut. Herold hat jetzt mittlerweile auch sein drittes CC, beziehungsweise CC in OC verwandelt. Sehr schön. Nighthawk hat das tatsächlich noch gar nicht. Schickt sich jetzt an, über die Map zu laufen. Er hat aber relativ wenig, oder? Der hat diesen Ja, also einen meine Viking seiner. nur. Ja, ich meine, seine Armee ist halt relativ groß. Also ein bisschen größer gerade als die von Herold. Aber halt, keine Ahnung, ich meine, Aber das heißt ja halt ja, auch nicht viel, da. ne? Wenn jetzt. Der Herold hat da viel mehr Tanks. Ja, und vor allen Dingen halt, wenn er nicht Offguard erwischt wird, dann ist ja alles super. Aber wenn, dann sieht es schlecht aus für Herold. Aber sollte gut sein. Ja, sollte gut sein. Ja, jetzt sind die Armys wohl gleich groß. Ja. Er hat die Tanks nicht gesiegt da oben. Einen hat er gesiegt, okay. Ja. Einer hat er gesiegt, einen nicht. Oh, das ist jetzt natürlich Okay. doof, der muss ran. Ja. Ja, okay, passt. Ja. Turret wurde auch noch geworfen. Aber kriegst Aber. du nicht weg, vielleicht, oder? Nee. Doch. Oh, nein, nein. Oh, doch. Aber ganz Ei. knapp. Ganz knapp. Und der Raven. Oh, ganz knapp. Ja, damit führt jetzt Herold in der Army und in den Workern. Beziehungsweise anders in den Workern und in der Army. Macht sogar Double Ja, ich Upgrades, dachte auch beziehungsweise gerade, das ist also. auch gut. Das hat Den Raven. Nighthawk nämlich noch nicht alles. Da ist halt noch gar keine eBay auf dem Weg tatsächlich. Er ist natürlich Production. doof, ne? Er hat kaum Production-Gebäude, er kann eigentlich jetzt halt Ja. Da nicht kann er mehr jetzt halt eigentlich nichts nachziehen. mehr machen. Raven könnte man noch reparieren, weil den braucht er sicherlich nochmal, um Tanks zu deaktivieren. Ja, hast du nicht unrecht. Ich meine, er hat ja jetzt ja schon wieder 75, jetzt 80 Energie. Der kann da ja eigentlich wieder alles rausballern, was er wollte. Ziemlicher Supply Block gerade, aber sind ja auch einige Supply Depots unterwegs, sehr schön. Keine Ahnung, ich meine, was weiß ich. Wahrscheinlich könnte er sich halt auch erlauben, einfach jetzt da irgendwelche Add-ons dran zu klatschen. Jetzt hat Nighthawk tatsächlich auch seine Double eBay Da raus. ist er wieder. Da ist wieder der Worker bei den E-Bays. Oh. Du hast recht. Vor allen Dingen noch Alter. mit einem Mineralienklub in der Hand, ne? Ja, deswegen würde ich ihn jetzt nicht umbringen. Ich würde warten, bis die Mineral abgebaut sind. Wow, du würdest ihn aber umbringen, wenn er es abgegeben hat, ja? Weil Ja. er dann einfach so Nein, für lange doch nicht Arbeit dabei gewinnt. nachträglich. Wieso nicht? So lange Weiß Arbeitsverweigerung, hallo? ich würde ihn mit dem Medivac rausholen, er gibt sie ab, wieder mit dem Medivac hinten reinsetzen und dann umbringen. Ja. So. So ist es, so So wird macht ein Sinn. Schuh draus. So ist es Ja, okay. genau, so wird Schuh draus. So wird Schuh draus. Sehr gut, Herold kann mit seiner abnormal massiven Armee da einfach reinlaufen, sieged. Und da schreibt Nighthawk GG. Schön Ja. ausgespielt. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Warten, Ja, da ist er. Herold. Lass mal. So. Huh. Dieses Mal konnte der Nighthawk nicht so richtig. Aber nur weil er nicht gescoutet hat. Ja, tatsächlich. Also mal sehen, was halt jetzt in dem nächsten Match passiert. Mal sehen. Also Nighthawk wird ja wahrscheinlich wieder gezwungen sein, ordentlich zu scouten. Bin ich mal sehr gespannt. Es war sehr, 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 sehr dominant von Er Herold. müsste jetzt wissen, er spielt gegen sowas Ähnliches wie mit Crystal. Ja. Also, oder zumindest hat er ganz am Anfang, wäre der Gedanke gut gewesen. Ja, das stimmt. So, ach ja, unten links, er ist 1-0 in Führung. Es ist Herold. Und oben rechts von, was ist das eigentlich von der? Nicht Xi, sondern IX. Sein Was? Clan. Team Phoenix? Ah, Phoenix heißt es, okay. Ja. Ja, von Team Phoenix der Nighthawk. Ach, da steht's ja auch auf dem Ding. Nee, ich meinte, weil hinter einfach seinem Namenskürzel ist ja bloß so ein IX.
Damit es nicht so lang ist. Aber jetzt gar nicht so klar. Ich kümmere mich nicht so um die Teams. Ah, ich habe tatsächlich... Oh mein Gott, alter Fenric, es tut mir so leid. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ich habe es anscheinend geschafft, andersrum. Ich habe anscheinend Grubenhuber 2-0 gegeben und nicht Fenric. Das ist ja auch interessant. Sorry, sorry, sorry. Oh Gott, Fenric, es tut mir so leid. Ja, gut, ich meine, jetzt hat er es gemerkt, jetzt muss das Geld zurückgeben. Ja, er muss es zurückgeben, ja. Ich wollte eigentlich nur insgeheim das jetzt halt alles beeinflussen, dass jetzt Grubenhuber einfach easy gewinnt. Und dass es hier überhaupt gar keine Spannung mehr gibt. So ist es. Ah, ja, 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 ja. Ich denke mir, das halt jedes Mal, ne? Einfach weil, keine Ahnung, was da halt immer ist. Aber ich meine, ich habe ja schon mit zum Beispiel Akuro oder sonst wem darüber geredet. Irgendwie hören, also bei vielen Leuten ist es halt wirklich so, das Gehirn hört einfach auf zu denken, wenn man halt castet. Man ist halt so dermaßen abgelenkt, man weiß überhaupt nicht, was man getan hat. Zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, oben rechts, ich könnte es auch sagen, unten links in blau. Und ich würde es absolut nicht bemerken. Das ist unfassbar. Ja, yeah, genau. Nee, also Fenric, alles gut. Du hast es richtig eingetragen. Ich habe es aber bei mir verkackt. Also ich habe in der Tabelle. Ja, ich habe es in der Tabelle bei mir verkackt. Da habe ich leider dem Boom Hubert ein 2-0 gegeben. aber ich habe es geändert. Ich muss es nur noch speichern. Beziehungsweise ich warte halt nach Ende der Series, dass ich das dann eintrage. Perfekt. Das ist auf jeden Fall mal ein Worker gestorben. Ja. Ja, es ist halt durch die Nations League und so, da denkt man sich halt, Grubenhubert, der wird immer gewinnen. Ja, aber ich meine tatsächlich, was ich halt interessant finde, nee, ich meine eigentlich hat Nighthawk ja gut gescoutet. Hat er also sozusagen schon mal aus dem Fehler gelernt. Aber dadurch, dass er wahrscheinlich halt Herold weiß, dass jetzt Nighthawk scouten wird, denkt er sich so, haha, ich... Ist das wieder diese Überlegung? Ja. Oh, das ist ja wieder dieses... Ich baue eine nicht näher bestimmte Anzahl an Reapern und Hellions und greife dann zu einem nicht bestimmten Zeitpunkt an. Genau. Zumindest kommt es mir immer so vor. Also ich meine, ich weiß, das ist eigentlich total durchdacht. Und hoffe, dass nicht gleichzeitig der Drop bei mir einschlägt. Ja. Das ist halt immer so. Oh, weil, ich meine, jetzt ist das Medivac fertig und das sieht aus wie so ein Tank 4 Marine Drop. Naja. Wenn der jetzt ein bisschen früher gewesen wäre, hätte Fahrradkette, dann... Ja, jetzt muss er wieder zurück. Dann wäre das nämlich richtig unangenehm da unten. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich meine halt immerhin, also Herold weiß jetzt, was halt kommt. Nighthawk konnte das halt ganz gut verteidigen. Währenddessen halt aber hat halt natürlich Herold schon längst seine zweite Basis. Nighthawk könnte jetzt warten. Bisschen. Wir laufen auch noch genau unten durch. Könnte es warten, bis er zweiter Medivac unten ist. Bevor er da irgendwie reingeht und. Ja, ich meine. Macht er vielleicht auch. Macht er das sogar auch? Ich meine, ist der nicht sogar eigentlich auch schon. Nee, er ist nicht im. Ja, okay, jetzt sieht das aber so oder so. Er war nämlich gerade überhaupt nicht im Vision-Bereich. Aber das reicht nicht. Oh nein, oh nein, nein. Ah, da drin, er ist wieder drin, er ist wieder drin. Coole Sache. Aber er geht zu spät raus und jetzt stirbt er durch den Tank. Ja. Oha. Wie tragisch. Überlebt sein Tank. Hat sein Tank Reichweite bis da drüben oder nur bis zu den Worker? Nee, das würde ja auch schon wissen, was. Aber krass, Worker, ich meine, währenddessen haben wir halt. Ja, das sieht schlecht aus. Jo. Okay. Das ging schnell, Herold. Herzlichen Glückwunsch. Das ging schnell. Ich sag's ja immer wieder, ne? Ich meine, TVT ist halt eigentlich das moderne PvP. Keine Ahnung. Das ist. Einfach. Ja, ich mag es nicht, das weiß. Ist ja bekannt. Wer mag was nicht? Achso, du magst TVT nicht. Ja, das
Das sagtest du bereits. Das habe ich mir schon häufiger von dir anhören müssen. Genau, das ist das Einzige, worüber ich ragen kann, sozusagen. Ja, stimmt. Ich meine, normalerweise bist du eigentlich, keine Ahnung, die Ruhe in Person, aber wenn es um TVT geht, dann ist das gar nicht mehr so. So, jetzt müsste das Score Ja, so da, gut wie also richtig das sein. und wenn meine Freundin ihre Zahnbürste auf meiner Seite des Waschbeckens abstellt, das hasse ich auch. Echt? Eieiei. Da bist du aber ein bisschen empfindlich. Da bin ich empfindlich. Ich kann ja mal ganz kurz die Tabelle einblenden. Ist das sinnvoll? Ja, bestimmt, ne? Hier. Die Tabelle sagt, ja, dass die unteren beiden schon fest sind. Der Rest muss noch ausgespielt werden. Ich weiß jetzt gerade aktuell auch nicht, wie viel jetzt halt eingetragen, also wie viel jetzt überhaupt angezeigt wird. Fendrak gegen Grubenhubert wird ja anscheinend angezeigt, genau. Ja, das heißt, es wird alles angezeigt, bis auf Nighthawk gegen Herold. Ah, wurde aber auch schon eingetragen, perfekt, sehr schön. Vielen Dank dafür. Genau. Ja. Sieht schön aus. Henrik hat kein Vertrauen in Moon Crystal. Ja, gut, ich meine halt, das Ding ist halt, ich glaube, am letzten Tag ist es halt wahrscheinlich so, dass man ja schon die Spieler ein bisschen einordnen kann. Ich wette, die kannten sich auch vorher schon. Und ich meine, dann sind ja Überraschungen, glaube ich, nicht ganz so. Also auch ich habe mich damals im Mara-Low Cup ein bisschen vorbereiten können, weil ich ja wusste, dass Min Crystal ja schon die Replay-Liga spielt und deswegen konnte ich mich halt ein bisschen vorbereiten. So. Warte mal, gibt es eigentlich jetzt eine sinnvolle Reihenfolge, welches wir jetzt als nächstes casten oder ist es vollkommen egal? Einfach den nächsten. Ja, Ich ja, ja, meine, ja. Machen wie gesagt, wir. laut Fenrak ist das letzte Spiel ja nicht mehr so. Ja, okay. Nee, So entscheidend, sag ich mal so. Dann einfach Von Fenrir daher. gegen De Schwarz. Genau. Ein CVP. Noch ein CVP. Uhu. Aha. Fenrak mit dem. Ist das überhaupt ein Zergbild? Ich hab grad nicht drauf auf. Also, ich hab da grad nicht aufgepasst. So. Das Ich glaube, ein ist ja schon wieder Protoss. so. Was soll denn das? Das ist ja unglaublich. Okay, Also und rechts unten auf jeden Fall mal rechts. Fenrak. Genau, so ist es. Genau. Und oben links von Berserker eSports ist es der violette Protoss De Schwarz. So. Schwarz, wie kommt man zu diesem Namen? Ist das was Französisches? Wird der Schwarz hier gerade irgendwo oder weiß das jemand? Weiß das jemand? Ich glaube, den kennt niemand. Fenrir Okay. liebt sein Gas, Pool, Hedge oder halt alles vor. Hauptsache nicht Hedge first, sagen wir es mal so. Okay, krass, okay. Ah, okay. Interessant, Grubenhubert. Ich glaube halt, den Namen sieht man nämlich sehr häufig. Also halt, keine Ahnung, der ist ja schon seit Ewigkeiten dabei. Deswegen. Ich fühle mich ja immer noch manchmal wie so ein Noob, weil ich halt die ganzen Namen nicht unbedingt immer kenne, einordnen kann, nicht unbedingt die Playstyles von denen kenne, etc. Weil das ist ja. Ich weiß überhaupt gerade gar nicht, wann ist überhaupt die Replay-Liga ins Leben gerufen worden? Ich weiß das alles gar nicht. Irgendwann kam Akfuro und hat gesagt: Guck mal, da gibt's was, und dann habe ich da mal mitgemacht und dann habe ich es gesehen. So, was sehen wir jetzt hier eigentlich? Das ist.
Okay, ich würde sagen Core, Nexus und so weiter. Okay, Speed, Workhouse-Gas raus. Sehr schön. Habe ich trotzdem immer Angst vor einem Link-Flat, wenn die das machen. Tatsächlich auch die Schwarz. Anscheinend hatte er halt Angst und hat halt schon einen Berserker gebaut. Adept wird gleich sofort gekrono-boostet. Zweite hinterher. Ja, sehr schön. Dann wahrscheinlich ein bisschen Adept-Harassment. Ja. Okay. Ich meine, Fenrag, wie gesagt, müsste sich ja. Okay, da haben wir es wieder. Ich wollte gerade sagen, er müsste jetzt ja eigentlich die dritte Hedge bauen. Wenn er es halt nicht tut, dann hat er irgendwas Komisches vor. Und er hat irgendwas Komisches vor. Ja, das hat ja vorhin gut funktioniert. Hat vorhin gut funktioniert, ja, das stimmt. Ah, okay, ja. Hast du mal mit ihm darüber gequatscht, aber ja, leider weißt du nicht mehr die Antwort. Ja, ich kenne das für einen Fall. Das sind die Fragen, die stellt man der Höflichkeit halber und dann in Wirklichkeit interessiert an der Inhalt. Dann hat man es eh wieder vergessen. Aber da rein, da raus, fertig. So ist es. Ja. Und Glück ja, bekommt man noch einen Drink ausgegeben. Ja, da warst du ziemlich gut beim HSC. Naja, aber ich kann mich auch an kein Gespräch mehr erinnern. Ah. Ne, ich hatte ein schönes Gespräch, oder ich hatte viele schöne Gespräche mit Dominator. Okay, dieses Mal tatsächlich wird der Baneburst höchstwahrscheinlich nicht wirklich viel erreichen. Mit einer Sheet Battery und halt jetzt mit einem Stalker. Tatsächlich extrem viele Linge da, stimmt. Ich meine, Adept hat auch anscheinend keine Lust, irgendwas zu machen. Andere Adept halt natürlich auch nicht. Wall wird dahinter gesetzt, sehr schön. Wir haben Oracle. Okay. Aber da hinten die Rings. Ja, da kommt jetzt wahrscheinlich Heiden weghauen, oder? Komplett durch. Genau, Bainsplash hat noch ausgereicht. Damit kann jetzt Fenrag halt einfach in die Mineral Lines laufen. Morpht da sogar immer noch mal ein paar Bane-Linge. Oracle ist jetzt ein bisschen traurig, weil keine Energie mehr. So viele Kills, aber es reicht nur für ein G. Ja. Ja, hat mich aber jetzt es war eine Blaupause von vorhin, ne? Ja, eine sehr glückliche Blaupause, würde ich sagen. Eine sehr glückliche Blaupause. Es ging halt gerade so durch. Ging gerade so durch. Also, ich glaube, hätten die beiden Adepts, stünden die beiden Adepts in der Wall, beziehungsweise hinter der Wall, glaube ich, sähe das anders aus. Ach so. Wer hat gesagt, dass er... So, Grubenhubert, was meinst du damit, Grubenhubert? Wolltest du einfach auch keinem anderen den Sieg gegen Fenrag gönnen und hast gesagt, also Bainbass macht er nie. Er macht alles, aber das nicht. Nee, er wird niemals einen Bainbass machen. Ich stelle dich auf alles ein, aber nicht einen Bainbass. Ja, genau, stell dich auf alles ein. Eieieiei, krass, kommt da einfach trotzdem da durch, das ist ja unglaublich. Du, das ja, tatsächlich habe ich mit Dominator nicht viel gesprochen, weil ich ja mit dem ganz viel privat zu tun habe, weil der mir immer aus der Kacke hilft, wenn ich beim Programmieren nicht weiterkomme. Ja, stimmt, hast recht. Perfekt gemacht. Dieses Mal habe ich Score richtig angepasst. So, es ist oben rechts in Gelb. Es ist der liebe Fenrag. Und unten links in einem wunderschönen Lila, der Schwarz. Ja, aber tatsächlich hat der Bainbass von Le Complete doch eigentlich überhaupt... Ja, okay, letzte Season. Okay, ja. Aber diese Season hat er mit seinem Bainbass doch eigentlich, glaube ich, nichts ja, vielleicht einmal oder so. Kann sein. Nee, ich... Nicht mal, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe zwar gecastet, ich weiß, aber ich glaube, es war gar nicht so. Nicht an den Kumpan. Ach, den guten.
Ja, ich meine eigentlich, keine Ahnung. Also ich persönlich, ich weiß gerade gar nicht, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal gegen Banebust verloren habe. Weil das Problem ist halt eigentlich, wenn du weißt, dass er kommt, dann ist es sehr einfach, ihn aufzuhalten. Meiner Meinung nach. Also klar, ich habe noch nie gegen einen Pro-Gamer gespielt, der das gemacht hat gegen mich. Aber eigentlich ist es sehr einfach aufzuhalten. Aber wenn du nicht weißt, dass er kommt, dann kannst du wirklich nichts mehr machen. Also dann stirbt halt dein Adept, dein Zealot, was auch immer. Einfach sofort an den Banes und ja, eigentlich war es das. Von daher, es ist irgendwie immer eine richtig freche Strategie. Dieses Mal, ich wollte gerade sagen, dieses Mal, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch sofort erstmal Pool, beziehungsweise Gaspool gebaut. Glaube ich. Okay, Fenric hat da vielleicht versucht, ein bisschen da was abzuknabbern. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Man wird jetzt gezwungen, die andere Basis halt zu nehmen, also die Natural an der dritten. Nimmt sogar schon Gas raus, also Drones aus dem Gas halt raus. Genau, kann jetzt Link-Speed machen, perfekt. Ja, okay. Ich meine, Pylon steht da halt immer noch. Zealot wurde halt auch gebaut. Der sicher, also sicherheitshalber mal. Ja, es ist halt. Ja. Immer halt so ein bisschen das Problem. Oh, ja, yeah, okay. Jetzt wird wahrscheinlich auch ein bisschen Supply Block deswegen. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt gleich nicht mehr. Sorry. Und Tromtrom, was möchtest du uns zu diesem PVZ sagen? Ja, ich kenne mich ja leider nicht so gut mit dem VC aus. Aber auf jeden Fall wird es offenbar kein Banebust. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das stimmt. Ich meine, immerhin, jetzt sehen wir tatsächlich Makro, also halt eine Ja. Headshot schon das Schwarz, aber trotzdem irgendwie sehr defensiv eingestellt. Also es hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt, dass er mit einem Banebust verloren hat. Hallo Ghost. Oh, The Ghost Streamer ist hier. Guten Abend, guten Abend. Willkommen, willkommen. Nächste Season wirst du gecastet, habe ich gehört. Da spielst du ja mit. Richtig? Regelmäßig. Ja, ich meine, er hat ja schon gefragt. Wäre Ach, cool, ich meine, immer du mehr hast ihn Zuwachs. überredet. Nee, ich weiß gerade gar nicht, wer das war. Ich hab's da nur am Rande tatsächlich aufgeschnappt. Ich weiß gerade gar nicht, wer es gesagt hat. Stargate. Erst jetzt Stargate. Das ist unglaublich spät tatsächlich. Ja, ich meine halt währenddessen hat halt eigentlich Fenric, sag ich jetzt mal. Die Map oder kann halt eigentlich alles machen, sogar jetzt schon leer. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch viel zu früh. Mal sehen, was er damit vorhat. Mir schwant Böses. Ich meine halt auch so unglaublich greedy eigentlich. Ich meine halt kein Spore oder sonst irgendwas. Gut, ich meine, Fenric hatte ja halt eigentlich die Information, dass das Stargate erst jetzt fertig wird. Ich meine, Ja. bei 4 Minuten kann theoretisch ein Oracle da sein. Stimmt das? Ja, ne? Ja. Ja, so circa. Sollte ich eigentlich wissen. Aber egal. Genau, ich meine halt, wir sehen halt, dass er genau auf Leer gegangen ist. Jetzt gibt es halt den Hydra Den. Es wird auch relativ viel Gas halt gebaut. Aber trotzdem Worker ohne Ende. Was sind wir hier? Wir sehen eigentlich nur eine Ah, Hallucination. Ghost, da ist. Ja, tatsächlich. Also ich meine, das Schwarz. Wahrscheinlich sogar ist das wirklich das Beste eigentlich für Fenric, dass das Schwarz tatsächlich Makro spielen will, weil. Das Schwarz ist halt so. Hat halt so vorsichtig gespielt und Fenric hat halt so offensiv gespielt, oder nicht offensiv, sondern greedy gespielt, dass ihm das halt eigentlich voll in die Karten spielt. Ich meine, jetzt hat halt Fenric, keine Ahnung, 2 Minuten Zeit einfach zu machen, also machen, zu machen, was er will. Jetzt versucht das Schwarze ein bisschen zu nerven hier. Mit drei Adepts, aber naja, mal schauen, was das bringt.
Mal sehen. Oder einfach nur zu scouten. Aber ich meine, er muss ja, um wirklich was zu scouten, muss er sie weiter reinbringen. Ja, aber tatsächlich, Fendrick bekommt seine Quittung dafür, dass er keine Swords gebaut hat. Oben schon mal irgendwie, wie viel waren das? 5 oder so, das 4, 5 oder so. Jetzt unten durch die Adepts auch nochmal insgesamt halt 9 Worker Damage. Ja, mehr dann wahrscheinlich halt auch nicht. Aber trotzdem, sehr viel tatsächlich rausgeholt. Genau jetzt mit einem extrem Army Lead. Was wolltest du sagen? Sie sind even mit Worker, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Wir sind halt die even und Worker. Muss halt natürlich nicht mega viel heißen, also dadurch, dass der Fenrig ja theoretisch einfach durchdrücken könnte mit Workern. Ja. Nee, das war auf jeden Fall erstmal sehr gut für die Schwarz. Aber halt, keine Ahnung, Schwarz hat halt so das Problem, dass er sein Tech noch gar nicht steht. Ich meine, klar, hast halt Oracles gebaut, wie viele Oracles hast du? Du hast jetzt 2 Oracles. Aber die machen halt noch nicht so viel und Fenrick hat halt tatsächlich eine richtige Armee. Ja? Die Stasis-Falle wird noch fertig, aber es geht halt nur ein Ding rein. Zweiter Stasis Ward. Wird unten gebaut. Fenrick denkt sich, keine Ahnung, weiß ich nicht, hat Map-Hack an oder was auch immer und denkt sich, nee, ich geh einfach wieder nach oben. Dorthin, wo keine Falle ist. Genau, ich geh immer dahin, wo keine Falle ist. Sehr schön. Sollte der den Quarz noch wissen. Aber ich meine auch sehr schöne Force Fields, muss man sagen. Also schönes Micro mit mega wenig Einheiten hat da Schwarz eigentlich alles gemacht, was er halt machen konnte. Finde ich auch. Aber Shield Battery, also okay, die Gates sind down, Shield Battery Overcharge ist glaube ich so oder so cooldown, ja genau. Ja, der Schwarz musste halt seine Basis halt abgeben, also aufgeben. Und aber er tötet die Basis momentan nicht. Nee, vielleicht sollte er das besser tun, weil er nicht durchkommt unter Umständen. Ja, ich meine, Fenrick denkt sich halt, ja, okay, kann ich halt wahrscheinlich genau so wie unser junger Padawan, der Ghost Streamer, schon richtig erkannt hat, töte ihn einfach. Finish him. Und ich meine, das geht sogar. Das kann er glaube ich machen. Also ich meine, Shield Battery Overcharge ist jetzt wieder fertig, also kann er jetzt halt machen. Ja, es ist halt nur eine Battery da unten. Ja. Und ich meine, die ist halt mega exposed, also die kannst du halt einfach. Und mit einem Immortal, das reicht wahrscheinlich nicht so schön. Und, wenn jetzt gleich der Koloss genauso vorläuft wie der vorhin. Okay, so weit kommt es noch gar nicht. Oho, Fenrick schickt sich da halt an. Anscheinend ist. Er hat einfach hier. Hat einen sehr rechts alle überholt. Der Junge. Zack. Der Gute. Ohne zu blinken. Einfach so. Ja. Kommt halt einfach so vorbeigerauscht. Und übernimmt sich jetzt. Ist das jetzt eigentlich die Tabellenführung? Weiß man das? Ja, momentan steht hier Hero auf Platz 1. Ja, wahrscheinlich, oder? Außer ich meine, ja, wobei Herold hat ja auch gewonnen. Nee, Herold hat ja gewonnen. Fenrick, ich meine, ja, okay, nee, das ist, ja, nee. Stimmt, nee, dann müsste Herold ja so oder so gewonnen haben, weil er ja einen weniger verloren hat. Ach, schade. Aber krass. Also, ich glaube, ich der Fenrick war das. Siehst du, wusste ich doch, irgendjemand hat den Ghost überredet, damit zu machen. Ich dachte schon, es besser der Fenrick als der Musti, ne? Der letzte, der mit Musti verhandelt hat, hat eine Niere verloren. Beim HSC. Ist ja gruselig. Moment. Echt? Okay, ja. Interessant. War ich ganz lustig. Discord. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön, Fenrick. Sehr gut. Da bezahlt der Musti einfach mal die Pizza. Dann fragt der Xung ihn, was schulde ich dir? Schuld es mir gar nichts. Nur deine linke Niere. Wenn ich mal irgendwann ein Problem habe, komme ich zu dir und gibst mir die Niere. 20 Jahre. Ich brauche deine Niere. Tja, was sagst du denn?
Wir sind jetzt immer für immer miteinander verbunden. Wenn ich ein Problem habe, kommst du zu mir. Wenn du ein Problem hast, kommst du zu mir. Perfekt, Blutsbruderschaft quasi. Gibt Schlimmeres, also. Wenn mich irgendjemand bei StarCraft aufregt oder so, würde ich auch den Musti einfach vorbeischicken, dann der klärt das. Ja. Meistens ist der Musti besser. Für eine Niere macht er alles. Ja. Perfekt, okay, ja, nee, warte mal. Ah, wir Müssen wir können eigentlich dann. nochmal Werbung machen, nachher, eventuell, weil wir ja hier Ja, zweimal. das. Ja. Ja. Weil wir Ja, sollten ich ja auch glaube. unsere, also unsere Sponsoren sozusagen auch würdigen. Ja. Ich glaube halt einfach nach der letzten Series halt Machen jetzt, wir das danach, können wir okay. dann machen. Genau. Ja. Perfekt. Nee, ja, genau, das ist ja das, was ich halt sagen wollte. Fenric hat halt eine Map zu viel verloren. Warte mal, wie würde es dann überhaupt stehen? Wer hat das Match Fenric gegen Herold gewonnen? Leider Herold. Das heißt aber so oder so, selbst wenn mit dem gleichen Map-Score würde wahrscheinlich trotzdem Herold gewinnen. Aber ja, egal. Machen wir uns einmal keinen Kopf drum. Das wird ja bestimmt gleich angezeigt werden. Da machen wir jetzt hier mal die letzte Series aus der Liga 6. Ja. Das ist jetzt Genau. nochmal die Chance für Mint Crystal, sich zu rehabilitieren und nochmal hier eine Map zu holen, weil ich glaube, er hat Oh, jetzt. stimmt. Wie viele Maps hat er jetzt? Eine oder zwei geholt insgesamt? Ja, eine aktuell. Ja, eine. Und Kuhn Hubert war ja auch nicht so gut in Form gegen Fenrik, Ja. also von daher. Wieso? So. Okay, unten rechts von den Kriegern der Apokalypse. Es ist Grubenhubert. Und oben links ist der Terraner, der stolze Terraner Mint Crystal. Huhu. Ist das. Alter, wer ist das eigentlich? Ist das ein Nieb drauf? Alter, ich glaube, es ist nicht. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesagt. Was hat Wer der für weiß ein es? Fell auf dem Kopf? Sahen nicht so die Typen aus, die das Kapitol gestürmt haben. Wahrscheinlich, man sieht irgendwie aus. Ich hätte jetzt Also ein fast gesagt, wie ein Fuchs. Fuchskopf oben, eine Ich wollte gerade sagen, sieht wie ein Fuchskopfmütze. Fuchs aus, aber ich glaube, es ist ein Bär. Ich wette, es ist ein Bär. Ich wette, es ist ein Bär. Ja, Nieb, sagt Herold. Und Grubenhubert hat, fuck, wie heißt das Protoss-Schiff nochmal? Speer von Adun? Ist das das? Ach, mich nicht Bestimmt. sowas. Keine Ahnung, mal hier Keine sagen. Ahnung. Hier, guck mal. Das kann auch eine Ah. Spitzhacke sein. Ich meine, das ist Grubenhubert. Oh. Bergbau. Spitzhacke. Speer von Adun, sag ich ja. Stimmt, Tromtrom, hast du die StarCraft-Kampagnen überhaupt gespielt? Ich habe die mal gespielt, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Ah, okay. Aber nicht Ja. alle, also nur von einer Der von nur Terraner, das Ausgabe. war ja klar, das war ja klar. Nee, und auch nicht, gab es nicht für jede, für Wings of Liberty, für bla 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 und so weiter, gab es da nicht jedes Mal Heart of Swarms und so weiter Kampagne? Ich habe nicht alle gespielt. Ja, Interessiert mich nicht das so. meine ich ja. Also ich meine, es gibt ja, ne, für jede Erweiterung oder halt für, ne, Wings of Nee, Liberty war ich das habe ja eben auch. nur für eine Generation habe ich das mal gespielt, ich glaube für die erste oder so. Ja, okay. Ja. Und da Sag ich ja, auch nicht alles. Terraner. Dann dachtest du dir, das ist die Rasse, die gut ist, und dann hast du sie halt gespielt. Ich habe die, glaube ich, gespielt, weil ich die schon in StarCraft 1 sozusagen gespielt habe. Ah. Aber auch da hast du nur eine Kampagne gespielt. Nee, da habe ich alle gespielt. Glaube Ah, ich. okay. Da habe ich sogar mit allen Rassen, glaube ich, gespielt. Ah. Ich glaube, Sotos hat Mincrystal. Also ich glaube, er hat das nicht versteckt. Nee, wobei. Nee, alles gut. Alles gut. Wobei, ich meine, eigentlich müsste Grubenhubert wissen. Warte mal, Grubenhubert hat gescoutet, dass da. Ja, genau. Hat eigentlich gescoutet, dass da irgendwas Komisches sein muss. Dadurch, dass da kein Orbital Command gebaut wurde. Ich bin aber trotzdem halt gespannt auf die Build Order. Weil gefühlt habe ich Also nicht in der so Tat mache ich das wirklich. auch gerne so. Ja. Ich bin auch in der Versuchung, unten eine Rex hinzubauen, wo der Gegner nicht scoutet.
Also zu tun, als hätte ich nur eine. Ja. Es geht meistens schief bei mir. Ja. Weil das ist halt so das Ding. Ich meine, halt zwei Marauder. Ja. Sehr gut, wenn dein Gegner halt Stalker baut. Okay. Wir haben ja sogar einen Stalker. Tatsächlich zwei Marauder werden da wahrscheinlich halt was schaffen. Okay. Ich meine, Grubenhubert weiß halt jetzt, dadurch, dass er jetzt da noch ein dritter der Marauder ist, weiß er, dass da auf jeden Fall irgendwas Ja. Komisches ist. Ah, kann das nicht canceln? Und das Problem ist, eigentlich hätten jetzt halt die Worker gepult werden müssen. Jo. Also mit über die Map, meine ich. Ach, das Dann meinst du. hätte das, ja, dann hätte Dann es hätte wahrscheinlich funktioniert. das. Dann hätte das wahrscheinlich funktioniert. Aber zum zweiten Mal tatsächlich ist die Shield Battery down gegangen. Wir haben jetzt schon zwei Shield Batteries, die verloren gegangen sind. Jetzt hat er den. Jetzt ein Stalker. Ja. Es ist krass, wie viel so eine Probe aushält, ne, von den Marauder-Schüssen. Ja. Ja, die braucht drei oder vier Schüsse. Ja, aber ich meine, dafür hat er halt auch ein Marauder irgendwie 125 Leben oder so. Richtig, genau, ja, und ja. Meine Goomubert hat tatsächlich immer noch genügend Worker, also 27 erstmal. Stalker einfach aus dem Leben geschossen und drei Marauder. Nicht mal wirklich committed oder so. Ich meine, wir haben eine Expansion behind, es wird sogar Ja. hochgemakrot. Gut. Gefühlt gewinnen diese drei Marauder einfach im Alleingang das Spiel. Mint Crystal, Supply Lead, was er Jetzt jetzt muss er den zumindest in Roten da ein dem. bisschen wegziehen. Ja, Ja, jetzt hat er. das stimmt. Hätte er nicht Okay. verlieren müssen, ne? I Ja. can't count for no reason. Ja. Okay, Blink erforscht. Aber es reicht so, ja. Jetzt hat Mr. einen großen Worker Lead hier. Ja. Gefühlt. Wollte gerade Haben, hat aber sagen. nicht, aber naja. Ja, ich meine, es ist halt, ja, es ist halt Aber für Terran, ist Terraner ist halt nicht es so gut. viel. Ja, Da steht ich meine, noch das eine Problem Null ist halt natürlich, rum. dass, ja, ich meine, Grubenhubert hat halt absolut keine Einheiten. Meine eins, jetzt zwei Stalker, ein Sentry, das War Prism ist halt unterwegs und ich meine halt, keine Ahnung, währenddessen hat der höchstwahrscheinlich Mint Crystal ja auch hochgemakrot, hat halt ein paar Einheiten. Marauder sind gut gegen Stalker. Ja, und deswegen wird halt sein Blink. Das ist jetzt dann eigentlich eher ein Blink All-In. Auch wenn es nur drei Gates sind, ist es wahrscheinlich aber trotzdem sehr committed. Okay. Ja, wollte gerade sagen, Grubenhubert mit zwei blauen Augen davon gekommen. Vielleicht geht er. Vielleicht wird er gleich einfach in einen finalen Schlag reinlaufen. Drei Sentries. Okay. Ich meine, das kommt jetzt ja eigentlich mit dem Crystal entgegen, dass er da einen Stopp gemacht hat. Ja. Er hat gerade alles unten gehabt, glaube ich. Oder war oben noch ein Tank oder irgendwas? Weiß nicht. Nö, ich meine, eigentlich war da überhaupt nichts. Eben. Hätte er da einfach reinfahren können. Zumindest wäre es. Aber ich meine, gut, er sieht das nicht. Er sieht unten diese Rex. Hab Ja. gedacht, die kann er auf jeden Fall mal killen. Es war Zufall, dass der Gegner gerade auch unten war und ist und das verhindern konnte. Ja, klar. Also ich meine, das ist halt mega schade, weil ich meine halt einfach drei Sentries, man hätte sie halt droppen können, hätte sie dann da halt Force Fielden können und zu dem Zeitpunkt hatte ja Mint Crystal ja nichts. Also er hat auch jetzt immer noch keine Medivacs. Das heißt, er hätte halt nichts machen können, um das halt aufzuhalten. Jetzt, sie wird doch nicht ganz verlieren wahrscheinlich, oder? Die Rex. Ich meine, er fliegt nicht den kürzesten Weg zum Land. Ich Ja, weiß auch nicht warum. nicht repariert. Nee, auch nicht Stirbt einfach. repariert. Sie hat einfach donated. Oh, Ja. Observer kann wegfliegen. Interessant. Nicht mal Cool. sacrificed, ich würde sagen, donated hat er die. Donated. Einfach donated. Okay, dieses Mal. Okay, ich meine, halt dritte ist fast Okay, fertig. warp da jetzt oben rein, da links oben? Ja. Liegt's oben in der Main? Beziehungsweise er fliegt rein oder hat rein gewarpt. Schönes Engagement auf jeden Fall. Ich meine, so langsam holt sich halt tatsächlich auch Grubenhubert seine Führung. Ja, der Tank ist halt außer Reichweite, der steht halt nicht so ideal da hinten. Ja. Aber er hätte halt auch nicht reinfahren können, weil das halt alles so ein bisschen schlecht oder ungünstig gebaut ist aus Tanksicht. Ja. Ich meine, wahrscheinlich hätte auch hier einfach die Rex halt umbringen können. Ich meine, halt
Minkris hat ja mega wenig wirkliche Production eigentlich. Na, und wahrscheinlich hätte er halt auch die Rex halt einfach umbringen können. Aber das Gute ist halt trotzdem, die Rex wurden halt delayed, sehr schön. Währenddessen halt Grubenhubert, komplette Dritte am Laufen. Harass da halt ordentlich weiter. Minkris ballert hier überall Scans raus. Ja, und ich meine, das Problem ist halt einfach, Marauder können halt nicht hochschießen, ne? Er hat halt ganz viele Marauder, Aber jetzt kommen gleich zwei Vikings. aber. Ja, das stimmt. Aber ich meine, dann gibt's halt wieder den Freund Recall und dann ist das alles wieder safe. Zumindest wenn. Ah, aber Wird nicht. er nicht. Nee, nee. Man verliert das Ding. Hat er nicht rechtzeitig reagiert? Kann Aber wenn jetzt er aber jetzt die noch. Verdi-Wake verliert, oh nein, Ja. oder? Weil die braucht er eigentlich. Er hat die Dinger doch. Er hat seine Bio-Unit sowieso stark gestimmt vorhin. Ja. Und Ja, der eben, also ich Medivac meine, ist sein jetzt eines. Ja, low. dieses Medivac ist halt eh. Der ist leer. Ist leer. Ja, bin ich mal gespannt, was haben wir jetzt hier eigentlich? Colossus als Tech. Haben wir schon. Weiß ich nicht. Was haben wir denn? Haben wir schon Charge Slots? Charge Slots haben wir auch schon. Oh mein Gott. Ja. Haben wir noch ein War Prism wieder? Nee, haben wir nicht. Also, es sieht eigentlich so aus. Also, ich meine, ich finde es halt immer toll, wenn man halt einfach das, also wenn man halt einfach die dritte Basis von Terran halt irgendwie denyen kann. Gefühlt hätte er auf jeden Fall die Tools dafür. Also jetzt Massen an Charge Lords, hier Ja, aber ich meine, ein er weiß ja, dass er Colossus. weit voraus ist mit der Eco. Ja, klar, aber ich meine, deswegen meine ich halt nicht committen, aber halt irgendwie schon mal die dritte ein bisschen. Weil das Problem ist halt, wenn Terran wirklich SimCity hat, dann kannst du halt die dritte nicht mehr wirklich angreifen. Aber halt so ist sie ja relativ ziemlich offen tatsächlich. So viele Scans. So viele Scans, wenn du eco-technisch eh etwas weiter hinten bist. Aber, ja, ich meine halt, Upgrade Lead hat Minkris sich halt erstmal gesichert, aber da geht es halt auch tatsächlich nicht weiter mit seinen Upgrades. Ich glaube, er hat nämlich noch gar keine Armory. Armory scheint auch erstmal nicht im Bau zu sein. Bin ich irgendwie. Ich sehe zumindest keine Armory. Ja, ich meine, so gut es halt eigentlich auch am Anfang aussah, so schlecht sieht es jetzt leider aus. Okay, er kann halt seine dritte mittlerweile recht gut verteidigen. Jetzt hätte ich auch Angst da anzugreifen. Ja, Das zumindest sind mit den paar jetzt. Stalkern, ne? Ja. Das sind jetzt aber Das. die Tromtromschen Ja, Sensor-Tower. ich hätte gern, dass die nach mir benannt werden. So ist es. Die werden bei mir fast in jedem Spiel gebaut, das länger als 5 Minuten geht. Ja. Aber ich meine, ey, warum nicht? Ich meine, es ist halt besser, was weiß ich, 500 Ressourcen in etwas zu investieren, anstatt irgendwie 1000 durch einen Drop oder so etwas zu verlieren oder 2000 oder so. Oder halt das Spiel. Ja, das spart auf jeden Fall APM. Das ist auch nochmal Das so ein ist Ding. entscheidend manchmal. Den Tromb Tower. Oh, das ist ja Der noch ein Tram Tower Tromp. der Tram Ist der Tower. Tram? Ich möchte keine Analogie zum Tram Tower hier lesen. Wieso nicht? Zum Tram Tower. Ja. Willst du jetzt die Twin Towers haben oder was? Nein. Ja gut, das würde wahrscheinlich eher passen. Ich baue die ja selten allein. Ich Das baue ja stimmt. meistens immer mehrere. Meistens drei. Oha, wir haben sogar den Sane. Das ist ja insane. Sehr cool. Guten Abend. Hallo. So, ich meine, im Prinzip versucht halt Traumtau, ja. Grubert nur noch rauszufinden, welcher Winkel am besten ist. Oh Gott. Ja. Lass mich raten, alle Charge Slots gehen jetzt zum ersten Tromschen Tower. Wir Oh, haben da zum Kuro. Ah, der Kuro, guten Abend, guten Abend. Kommt hier noch Zur im letzten. letzten Match. Ja, auf den letzten Drücker kommt er nochmal reingesprungen. Okay, währenddessen haben wir. Ja, wir haben halt eigentlich Vorbase für Protoss.
Ja. Fünfte Basis wird gerade gebaut. Genau. Grubenhubert hat Grubenhubert. massig an Ressourcen halt noch übrig. Ausgemaxt, völlig exkaliert, Grubenhubert. Und jetzt. Ja, und ich meine halt, jetzt ist sogar mittlerweile so gesehen ja eigentlich sein Tech quasi, also nicht sein Tech, seine Upgrades quasi eigentlich besser als die von Mincrystal, dadurch, dass halt Mincrystal so ein unglaubliches Delay hatte. Ich meine, die sind halt erst jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, da war bestimmt, keine Ahnung, lass mich lügen, 3 Minuten Delay drauf. Oh, mach nicht den Max Packs und donate irgendwie 3 Colossi into GG. Wo ist dein Warp Mein Prism? Glück für Mintküsten ist ja schon, dass hier keine Storms momentan Ja, da das sind, stimmt. aber es bringt halt nichts. Oder richtige Disruptor Connects. Ja. Okay, das war sehr, 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 sehr dominant von Grubenhubert, Ja. muss man sagen. Ich meine, das ist halt natürlich auch das, was es Ein sich eigentlich Ghost, okay. gewünscht hat. Also, dass Mintküste mal rauskommt aus seinem Loch und ja, und stand halt Grubenhubert und hat ihn halt einfach eingesammelt. Was gibt's da oben? Ein Zealot kämpft da mit einer werdenden Planetary Fortress. Nicht lange allein bleiben. Da unten Gut. der Zealot kämpft gegen den Bunker. Ja, das ist auch super. Was Hast du ist denn da drin? recht. Hat der Bunker nicht auf ihn geschossen oder was? Doch, 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 doch. 4 Marines. Okay. Marines, okay. Das ist viel zu lang. Da waren es wahrscheinlich mehrere Zealots. Es waren, weiß ich jetzt nicht, mindestens 2 auf jeden Fall. Das hat ja nicht so gebrannt. Ja. Ja, Oh, Gruben wird mit dem der. Verlust des ersten Tromtromschen Towers. Ja, der genießt jetzt einfach nur noch so das Spiel. Ja, glaube ich auch. Ich meine, Grubenhubert komplett am Eskalieren, 4000 Minerals in seiner Bank. Er könnte sonst irgendwas machen. Es Jetzt kommt gibt noch so ein paar kleine irgendwas. Biomas rein. Ich wollte gerade sagen, die da vorhaben, der hat was gemacht, der hat was gemacht, okay. Der hat wieder eine Nova. Ich wollte gerade sagen, die Nova, also Nova war nur so halb gut, also der letzte war gut. Aber ansonsten, genau, ich meine, eigentlich kann er noch mehr expandieren, wenn er wollte. Die. Wie ist es eigentlich mit Blink-DTs? Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch irgendwas. Die Blink-DTs fehlen. Ja, es sieht so aus, als ob Grubenhubert mit seiner Beute spielt, aber Terraner darf man nie unterschätzen. Wer weiß, ob da nicht plötzlich fünf Tanks irgendwo günstig Aber noch platziert sind. ganz gute Splits eigentlich von dem Christian, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Das hätte Und dann deutlich plötzlich anders die ausgehen Stalker weg sind, die da rumstehen. Ja, aber können. das. Also jetzt wird's dann eng. Ja. GG. Selbst, ja. Das war leider nichts aus Sicht von Windcrystal. Ja, eben. Das ist wirklich guter Start, aber leider konnte das halt nicht nach Hause bringen. Da hat einfach Grubenhubert zu viel mit seinen Blinkstalkern gemacht. Ich meine, das hat ja auch immer halt wieder gezeigt, ne? Also sein Blinkstalker-Control ist halt schon ziemlich gut. Er kriegt da überall irgendwelche, ja, immer überall ein paar Einheiten raus und das summiert sich halt irgendwann. Boah. So, warte mal, wo ist jetzt hier Game 2? Ach, hier ist es. Ja, die sind merkwürdig benannt. Mintcrystal gegen Grubenhubert. Die zweite. Film ab. So. Perfekt. So, Score richtig eingestellt und es ist. Ja, toll. Genau, und das ist unten rechts von den Kriegern der Apokalypse ist es Grubenhubert. 1-0 in Führung. Und oben links der Mintkristall. Vermeidest du den richtigen Klarnamen auszusprechen? Wenn du. Ich weiß, du kannst Französisch. Ich weiß, du kannst Französisch. Ist okay. Dann mach mal. Dann mach das mal. Mach dir keinen Kopf, schreibt der Mach Umubert. dir keinen Kopf, sagt er. Genau, er wusste auch, dass wir darüber reden.
Deswegen hat er gesagt, mir macht er keinen Kopf. Ne, ich meine, er hat ja auch gerade ein traurig Smiley geschrieben, aber er hat halt mehr League Games als Ladder Games. Von daher. Achso. Was erwartet. League Games Ja, ist manchmal aber. fühlt es sich so an, als ob es besser wäre, wenn man sich selber quasi seine Liga und seine Mitspieler oder Gegner aussuchen könnte. Aber wahrscheinlich würde das auch nicht irgendwie so hundertprozentig funktionieren. Also ich meine, weil man sich selber vielleicht ganz anders einschätzen kann, als das MMR widerspiegelt. Ja. Oh, hätte sogar Nicht Boom erwischt. Hubert fast schon einen Kill gekriegt. Ja, hätte er hinterhergehen können vielleicht. Killt ihn Ja. grob Ja, schneller, ich. als er als einer repariert oder nicht? Nee. Das nicht, Also, du okay. Ja, dann reparierst hätte er es schneller, als nicht du Damage gekriegt. machst. War aber natürlich gutes Mindgame erstmal von Mindcrystal, ein bisschen, sag ich jetzt mal, auf die Tränendrüse zu drücken. Ich wette, der Grubenhuber checkt überhaupt nicht, dass da irgendwas Komisches los ist. Ich meine, er baut ja auch munter seine Expansion. Ich meine, er sieht, dass da eigentlich absolut noch nicht, weiß ich jetzt nicht, dass da so viele Worker eigentlich fehlen, zum Beispiel. Sagt er, macht ihm nix. Er baut keinen Salat. Der auch nicht rübergelaufen. Er baut immer noch eigentlich gar nichts. Also verdammt, ich gönne es dem Mint-Crystal jetzt auch mal, dass er hier mit seinem Cheese durchkommt. Wird er. Also wenn Er das wurde nicht jetzt heute schon durchkommt, dreimal abgestraft. das stimmt. Ich meine, wenn er es nicht schafft, keine Ahnung, wenn er es nicht schafft, ich glaube, dann ist Protoss Imba. Dann ist das Er wirklich hatte so. geschrieben, dass er wenigstens ein Game gewinnen will. Okay, und du hast ein bisschen Traum. Vielleicht jetzt verwirklicht. Wir werden es gleich sehen. Wobei, ich meine, meinte er Ach so, du meinst in der wenigstens gesamten einen Win. MRL-Saison. Ja, ich glaube, er Das meinte hat er ja einen schon Win, erreicht, ja. das Ziel. Ja, ich wollte gerade sagen, eine Map hat er sich ja geholt, aber eine Series. Ja, genau. Achso, übrigens hätte er auch, glaube ich, mehr League Games als Ladder Games, hatte ich auch falsch interpretiert tatsächlich. Ich dachte eigentlich, damit meint er eigentlich League of Legends, aber damit meint er Das sieht schlecht wahrscheinlich aus. eigentlich die Ligaspiele. Oh, okay. Stalker wurde gecatcht, stirbt aber noch nicht. Wahrscheinlich müsstest du ein paar mehr Worker ziehen. Okay, Stargate ist im Bau. Ja, Das das ist heißt, der halt. Timer läuft halt sozusagen halt ab. So sieht's aus. Nicht so erfolgsversprechend aus hier. Selbst wenn der Pylon jetzt weg ist, ist anderes wieder ein Pylon. Ja. Also, du kannst das eigentlich jetzt nur ganz schwer durchbrechen. Ja, ich meine, es kommt halt drauf an. Ne? Also irgendwann vielleicht ist DPS von den Marauders auch so groß, dass ja, das Problem ist halt einfach. Ja, jetzt ist gleich die eine Schildbatterie leer, aber die andere übernimmt Ja, ich jetzt. meine, das Problem ist halt einfach, den Adepten zu fokussen, ist halt nicht die richtige Idee. Weil ich meine halt, die Stalker sind ja eigentlich die Damage-Dealer aktuell und nicht der Adept. Und der Adept nimmt halt sozusagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Ja. deswegen ist es. Oh, Das Wunder. war der Fehler. Ja. Du hättest entweder weiter auf die Pylonen gehen müssen. Naja, halt einfach Stalker rausfokussen. Ich meine, halt, keine Oder die Ahnung, du hast halt Stalker, irgendwie 7 Einheiten, davon sind 5 der Counter zu Stalkern und da hätte die Shield Batteries halt nichts gemacht, ne? ja. Naja, aber auch der Proxy wurde ja dann doch noch gescoutet. Wenn auch etwas später. Ja, eben, also genauso wie das auch Fenrir gerade gesagt hat, gegen Stalker machen halt Marauder auch mehr Schaden, weißt du, dann kannst du halt die Shield Batteries schneller Ja, 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 ja. depleten, die würden wahrscheinlich auch einfach so oder so sterben und dann kannst du dich halt hinterher um diesen Adept kümmern, der so ein bisschen an den Maraudern, keine Ahnung, rumbeißt, aber so wirklich. Was machen die Adepts ja eigentlich nicht gegen Marauder? Wobei natürlich eigentlich nein, Adepts sind halt eigentlich so gesehen schon Konter zu Marauder, so ist es nicht. Aber halt in dem speziellen Fall. Paar Stalker sind halt geil, ne? Wegen besseren Damage-Output, aber halt um zu tanken, willst halt natürlich auch Adepts haben, das stimmt schon. So, jetzt können wir mal die
die Tabelle aktualisieren. Ich glaube, sie wurde schon aktualisiert jetzt. Wenn sie schon komplett Und wir haben final ein ist. Endergebnis dann. Oho, ist alles schon drin? Ich glaube, weil Ja, bei oder Mint-Crystal so, steht es 1 zu ist. 10 und das heißt, es wurden da ja alle zu 0 verloren. Moment, was? Echt? Moment. Moment. Oh. Okay. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ausgeschlossen. Ich dachte, oh mein Gott. Dieses Mal macht man. Deswegen macht man nicht Mathe und Stream. Nee, deswegen macht man sich halt keinen Kopf um Predictions oder so. Also, wie es jetzt gerade steht oder so. Fandrake hat gewonnen? Ist ja unglaublich. Nachdem der Grubenhubert doch so gut dabei war, so lange. Moment, oder sagt gerade Fenrek selbst, dass da irgendwas nicht stimmt? Gibt doch was nicht. F5 nochmal drücken, okay. Ich drücke Drück ganz nochmal oft F5. F5. Haben wir Er ist immer irgendwas noch oben bei falsch? mir. Haben wir irgendwas falsch eingetragen? Ist das richtig? Neun Wins sind nicht möglich. Bei Fenric. Wieso sind neun Wins nicht möglich? 6, 8, theoretisch 9, Zwei, vier, fünf, sechs, ich wollte sieben, gerade acht, sagen, neun. Wieso sollen die nicht möglich sein? ja, eigentlich, ja genau, 9 Wins müssten möglich sein. Hat ja einmal verloren zu eins. Ja. Also 2 zu 1 gegen Herold verloren. Und alle anderen gewonnen. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Sehr Grum Hubert. Nice. Finde ich auch nicht gut. Aber ich meine, warte mal, ist das jetzt korrekt? Finde Haben ich auch wir nicht irgendwelche gut. Fehler gemacht? Haben wir irgendwelche. Ist da Nein, irgendwas ich falsch? glaube Ist das nicht. Ich alles glaube, es ist richtig? einfach das Ergebnis. Kann das hier jemand mal final. Das ist das Machtwort. Ist Ergebnis. jetzt. Ist das jetzt so richtig? Ich denke schon. Ich meine, das stimmt ja auch so weit überein, ne, mit dem, was wir jetzt hier heute so besprochen haben. Herold 2-0 gewinnt. Mint Crystal verliert 2, also 0-2 gegen Nighthawk. Fenric gewinnt 2-0. Ja, Fenric gewinnt auch da 2-0. Nighthawk verliert 0-2 gegen Herold. Fenric, ja, genau, Grum Hubert, ja. Wow, cool, krass. Sehr gut gemacht, Ja. Fenrek. Ja, einfach keine Ahnung. Also, es war. Also, klar, die PVCs waren absolut clean. Kann man nichts zu sagen. Wie wird jetzt entschieden, dass Herold auf Platz 3 ist, wenn er genau gleich gespielt hat wie Grubenhubert? Dann kommt halt drauf an, wer halt, also ich glaube, das nächste Kriterium ist dann halt, wer gewonnen hat. Also die Series. Also Grubenhubert hat halt gegen Herold gewonnen. Und deswegen steht halt Ach so, Grubenhubert also die über zwei, okay, Herold. ja. Genau, ja. Also Head-to-Head Verstehe. ist das ja, glaube ich. Stimmt, ja. Es sind einfach drei Leute, ja, stimmt, es sind einfach drei Leute auf 4-1. Ja. Wow, cool. Boah. Aber ich muss sagen, es waren auf jeden Fall coole Spiele. Vor allem auch ganz am Anfang, da haben einige hier was verpasst. Die Crystal Nighthawk-Spiele waren auch sehr lustig. Ja, nee, generell hatte die Liga tatsächlich sehr viele lustige Matches. Ich meine, auch wenn es mir leid tut, das zu sagen, aber Fendrick hatte meistens tatsächlich sehr unterhaltsame Matches mit seinem Ling, der irgendwie alles weggeknabbert hat. Wie auch immer er es geschafft hat, aber dieser eine Ling, der irgendwie, wie viele SCVs hat er nochmal getötet? Keine Ahnung, 10 oder so. Wo Fendrick dann mittendrin auch einen Meltdown hatte und dachte, dass er das Spiel verloren hätte. Aber dann doch noch mal ein Comeback hatte. Es Ja. war
Das war ein echt krasses Series. Ja. Also ich meine, er kann auf den Aufstieg ja verzichten, wenn er selber so richtig überrascht ist jetzt hier. Ja, klar, ja, nee, also Kann wirklich, ich dachte natürlich jetzt jemand halt, anderen den ja. Vortritt lassen. Ich meine, theoretisch wusste, also theoretisch, ne, hatten wir ja hier alles vor Augen und ich dachte eigentlich tatsächlich, dass Fenric jetzt keine Chance mehr haben könnte zu gewinnen. Das dann, aber nö, anscheinend hat er dann einfach gewonnen. Cool, ja. Sehr schön. Ja. Das Wunderbar. heißt, er spielt dann nächste Liga in Liga 5. Oder halt in der, ne? In der nächsthöheren. Cool. Dann wäre die Liga 6 damit auch abgeschlossen. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, das heißt, wir schalten nochmal ganz kurz Werbung. Ja, wobei ich meine eigentlich Werbung und Streamende kann man ja bestimmt in eins machen. Ja, Es genau. sei denn, wir wollen da noch irgendwo hinraiden zu irgend Ja. etwas, zu irgendjemandem. Goldfinger? Ich weiß nicht, Maralekos ist glaube ich im Chat. Vielleicht doch besser zu Ups. Musti. Ja, eher zu Musti. Ja. Eher zu Musti, denke ich. Ist okay. Genau. Da muss ich Dann jetzt mal. vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs zahlreiche Zuschauen. Waren relativ viele heute dabei. Ja, vielen Dank Wurde fürs auch nicht ganz so Zugucken. spät, wie ich gedacht habe, Ja, aber. eben, es war 4-2-0, 4 Cheese oder halt sehr viel, was sehr schnell beendet wurde, ne? Ja, das heißt auch bis morgen, Grubenhubert. Sehr schön. Morgen gibt's uns, also gibt's Grubenhubert und mich dann für den Cast deiner Liga, TromTrom, ne? Also Genau, für hier, ganz wichtig, morgen ganz TromTrom wichtig. gegen den Rest der Welt. So So. ist es. TromTrom auf Platz 1. Ja, man kann mich ja hier raushalten mit den Casts. Ja, ich kriege ja keine Modrechte, ich komme auch nicht in die Caster-Gruppe rein. Ich werde ja überall, meine Gegner werden rausgeworfen, aber morgen bin ich wieder am Drücker. Morgen wirst du der König der Liga sein. So sieht's aus. So ist es. So, dann mache ich mal Werbung an und dann, weiß ich nicht, danach kann man ja wegraiden oder so. Dann bis dann, schönen Abend noch, gute Nacht, Jo. etc. Ciao, Tschüss. ciao. Werbung ist langweilig. Weißt du, was noch langweilig ist? Sich um seine Finanzen und um seine Versicherung kümmern. Deshalb kannst du jetzt in nur 2 Minuten dank Geldpilot24 deinen kostenfreien Account erstellen. Dadurch erhältst du eine digitale Übersicht über alle deine bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge, plus dass du im Bereich To-Do auf einen Blick alle deine Spar- und Optimierungsmöglichkeiten siehst. Ab diesem Zeitpunkt kümmere ich mich um all deine Anliegen und du kannst dich endlich wieder um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Starte jetzt deinen persönlichen und kostenfreien Account und unterstütze dadurch den E-Sport. Vielen Dank.